sagen wir mal so, dauert 2, 3 Wochen, ne? Bis ein bisschen das anzieht, aber geht langsam, kommt. Habt ihr denn schon erste Buchungen gehabt auf eurer Plattform Wir oder? haben schon Buchungen. Ah ja, sehr cool. Jürgen, was ist das für eine Plattform? Sagen wir Das mal, ist. ist tegewitt.com ist eine Plattform. Wir bieten personalisierte Videobotschaften an. Wir sind natürlich eigentlich eine klassische Künstleragentur. Wir haben uns spezialisiert auf Doppelgänger und Tributes aus aller Welt. Das heißt, wir machen seit 20 Jahren, vermitteln wir Doppelgänger für die Werbung, für Live-Auftritte weltweit. Und jetzt in Pandemiezeiten können meine Doppelgänger ja nichts machen, keine Live-Events. Wir machen zwar noch ein paar Werbedrehs oder so, aber Live-Auftritte sind nicht mehr möglich. Deshalb haben wir gedacht, jetzt gehen wir an die breite Masse und bieten Grußbotschaften an von prominenten Stars und Persönlichkeiten. Nicht nur Doppelgänger, sondern Originalstars. Wir haben jetzt erstmal mit den Doppelgängern angefangen, weil du kriegst ja nicht eine Videobotschaft jetzt zum Beispiel von Barack Obama oder von Putin oder von dem Diktator Kim Jong-un. Gibt's auch eine, kann man auch eine Botschaft haben, ne? Was Oder sind das dann für Botschaften, die man von denen bekommt? von der Queen aus England Das ist oder. wahrscheinlich aber nicht eure Zielgruppe, oder? Nee, aber der wird gut gebucht. Also ist eigentlich der weltberühmteste Doppelgänger von Kim Jong-un. Der wurde damals bei dem Das. Treffen in Singapur, war der von einem koreanischen Unternehmen gebucht worden, ist er gebucht worden. Und dann haben die von der Botschaft das mitgekriegt und Nordkorea haben das mitgekriegt. Und musste Singapur den direkt des Landes verweisen. Er wurde zum Flughafen gebracht, die nächste Maschine gesetzt, er musste das Land verlassen. War das eine Geschichte? Ich Ja, bin. das ging weltweit durch die Presse. Genauso war Monate vorher war ja die Olympiade. Und da saß ja mein Donald Trump-Doppelgänger und der Kim Jong Raus. Ich bin sofort da. auf der Jo. Tribüne. Da gibt es ja gar nicht. Wen habt ihr denn an den ersten Stars oder echten Prominenten dann schon Nee, gewinnen können? noch keinen. Wir sind dran am Arbeiten, aber das kommt langsam. Die gibt es Okay, jetzt ja schon auf klar. verschiedenen anderen Plattformen. Ja. Ja. Gibt ja zum Beispiel Cameo ist in den USA sehr berühmt damit. In Deutschland gibt es da noch so eine Art, wie heißt die, Shoutout oder Chatico. Können die denn personalisiert werden? Also kann ich jetzt, sagt er dann beispielsweise auch, Hallo Dennis, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, wenn du mal auf die Webseite gehst, kannst du da deinen Wunsch, Doppelgänger, den die jetzt im Moment drauf haben, aussuchen. Du kannst deinen Text angeben. Du gibst deinen Text ein. Was für wen? Für was? Für welchen Anlass? Das heißt, der nimmt das dann extra für mich auch auf, Innerhalb ne? von 4 Tagen wird das Video personalisiert für dich erstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass halt jetzt, ich sag mal, du hast jetzt Barack Obama beispielsweise gesagt, wenn es der echte sein soll, dann wird er wahrscheinlich nicht Zeit haben, immer wieder mal um eine Botschaft loszuschicken. Da könnte ich mir Nee. vorstellen, dass es interessant wäre, wenn der, sage ich mal, es gibt zu einem Geburtstagsnachricht und dass man den Namen halt irgendwie mit einem, weiß ich nicht, das kann man ja auch so ein bisschen in der Technik nachher verändern, weiß ich nicht, ne, dass man das austauscht. Nee, nee, wird nicht ausgetauscht, wird immer persönlich dann aufgenommen. Also wird die Videos werden ja quasi mit dem, wird ja ein Selfie-Video gemacht, quasi, mit dem Mobilfone. Wir haben eine App dazu, die jeder Künstler hat. Kann ganz einfach das Video aufnehmen und lädt es dann automatisch in der App hoch, geht auf den Server und geht sofort an den Kunden. Ja, super. Ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt weiterhin anlaufen wird und wie es für euch weitergeht. Muss uns mal am Laufen halten. So, wir warten die Runde nochmal. Hallo zusammen. Schön, dass ihr schon alle so zahlreich hier erscheint. Wir sind aktuell 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und genau, warten jetzt noch bis 4:05, dann starten wir. So 5 Minuten Zeit nehmen wir uns immer noch ein bisschen, weil das irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass wir uns oder dass viele halt so in dieser Zeit, in dieser Range dann noch dazukommen. Heute zum Gründerworkshop von der Linda Bosse zum Thema strategische Selbstvermarktung, Beziehungsmanagement. Ich bin mega gespannt, was wir heute alles so zu
hören bekommen werden. Bevor wir jetzt gleich mit dem Vortrag von Linda starten, würde ich vorschlagen, dass wir uns einmal kurz auch anschauen, was wir vom Digital Hub machen, weil wir auch einfach wieder mehrere Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier in der Runde haben, die uns vielleicht noch nicht kennen. Deswegen macht das durchaus Sinn. Wer kommt denn, vielleicht können wir mal irgendwie so ein bisschen in die Runde gucken. Ich mache mal gerade hier irgendwie die Galerie ein bisschen größer. Wer kommt denn grundsätzlich aus NRW und wer kommt vielleicht auch irgendwie aus anderen Städten? Ihr könnt ansonsten gerne auch, wenn ihr aus anderen Städten kommt, mal in den Chat schreiben, wenn ihr aus NRW kommt, mal die Hand heben vielleicht, dass man das so ein bisschen sehen kann. Aha, 3, 4, genau. Sehr schön. Ich bin gespannt. Schreibt gerne, wie gesagt, in den Chat rein. So, den mache ich kurz auf. Ja, das ist ja auch eine Sache, die mega spannend ist. Ich komme aus Stuttgart, ziehe aber nach NRW. Lea, Köln. Stuttgart, ja. Das ist eine Sache, also wir haben auch regelmäßig in unseren Gründer-Workshops Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Berlin, aus München, teilweise aus dem Ausland. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Deswegen macht das durchaus auch Sinn, selbst wenn Corona vorbei ist, dass man das vielleicht ein bisschen als Hybrid-Variante weiterhin machen wird. Das werden wir zumindest testen, wie es ist, dass wir natürlich auch dann in unserer neuen Location in Bonn viele Menschen dann wieder in live sehen und uns da auch austauschen können. Gerade so, ich sag mal, nach so einer Veranstaltung macht das auch nochmal mehr Spaß, sich in so einer Runde dann auszutauschen, als digital vielleicht. Aber halt auch anderen die Möglichkeit zu geben, dass sie, wie gesagt, aus anderen Städten, aus anderen Ländern halt auch an unserem Workshop teilnehmen können. Insofern, ja, cool. So, ich würde sagen, so langsam starten wir dann. Linda, du bist ja auch Co-Host. Wenn du siehst jetzt während meines Vortrags, dass der eine oder die andere da noch irgendwie dazukommt, dann einfach reinlassen. Vielleicht kurz zu meiner Person, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Dennis Eck, Eventmanager vom Digital Hub aus Bonn, gleichzeitig auch Startup-Coach und habe aber auch ein eigenes Startup. Das heißt, ich habe da wirklich mal so beide Perspektiven, die ich einnehmen kann. Einmal aus Sicht eines Accelerator-Investors, einerseits aber halt oder andererseits halt auch eben als Gründer. Und ja, mit unserem Startup sitzen wir gerade an einer Masterclass, speziell für den Fußballbereich, weil ich da halt sportlich zumindest herkomme. So, zum Digital Hub. Was ist der Digital Hub? Ganz einfach sind wir letzten Endes eine Art Gründungsnetzwerk und Accelerator. Das heißt, wir werden von der digitalen Wirtschaft NRW gefördert, also vom Land NRW, und versuchen Startups im Prinzip dabei zu fördern, dass sie sich ausgründen können, dass sie sich hochskalieren können. Wir können selber auch in Startups investieren. Ihr seht hier in der Übersicht die verschiedenen Digital Hubs im Land NRW, und unseres ist das hier mit dieser Blume. Habe ich übrigens auch auf dem Pulli, kann man auch hier nochmal sehen, dass ich dazugehöre. Und ja, da zeichnen wir uns auch tatsächlich ein bisschen ab, oder wir tun uns ein wenig hervor, dadurch, dass wir das einzige Hub sind, das auch aktuell investieren kann in die Startups. Ne, das hat auch dann den Grund, warum teilweise Startups aus Köln extra halt nach Bonn zu uns kommen, weil das natürlich nochmal ein besonderer Benefit ist. So, unsere Förderung, wie sieht die aus? Wir haben grundsätzlich einmal das Coworking, das allerdings nicht nur für Startups zugänglich ist, sondern auch eigentlich für jeden, der an flexiblen Arbeitsplätzen interessiert ist. Dann haben wir den Alpha Accelerator, das ist tatsächlich unser Förderprogramm dann für die Startups, und wir haben grundsätzlich die Möglichkeit von Partnerships, um auch Unternehmen da die Möglichkeit zu geben, hier bei uns in der Gründerszene sich mit interessanten Leuten zu vernetzen. Kurz zum Coworking, ihr könnt eigentlich alles anmieten, was man sich so vorstellen kann, ob das einfach nur die Geschäftsadresse in der Postempfang ist, damit ihr nicht eure eigene Adresse bei der Unternehmensgründung angeben müsst, ob das Konferenzveranstaltungsräume, einzelne Teambüros sind oder halt ein flexibler Arbeitsplatz nur für euch selbst, alles möglich. Bei uns in Bonn, falls ihr jetzt aus einer anderen Stadt kommt und auch nicht nach Bonn zieht, das gibt es eigentlich überall mittlerweile, solche Coworking Spaces, und ist wirklich eine mega, mega interessante Sache, weil man sich auch mit sehr vielen coolen Leuten austauschen kann vor Ort. Gerade dann, wenn natürlich auch Corona wieder ein bisschen, hoffentlich bald irgendwann vom Tisch ist. Gerade sieht es ja wieder nicht danach aus, aber wir bleiben mal positiv. So, aktuell sitzen wir noch hier in Oberkassel.
Das ist am Bonner Bogen, auch Bonner Valley genannt. Das Unternehmerviertel aus Bonn, die sind ganz, ganz viele Startups unterwegs. Wir sitzen direkt neben dem relativ bekannten Camea Grand Hotel und verlagern unser Headquarter jetzt allerdings nach Bonn City, also direkt an den Hauptbahnhof. Morgen werden da die Möbel aufgebaut. Das heißt, ab Mitte April, also April, Mitte April, realistischer vielleicht, sind wir dann da zu finden in erster Linie. Der zweite Standort oder der aktuelle Standort bleibt uns zwar erhalten, aber wir bekommen jetzt mal größere Räumlichkeiten in einer richtig, richtig coolen Lage mit einer perfekten Anbindung für die öffentlichen Verkehrsmittel. Zum Alpha Accelerator Programm. Das Förderprogramm geht über 6 Monate. Wir haben dazu auch ein paar Videos auf YouTube, die könnt ihr euch gerne über unseren Kanal mal anschauen. Da bekommt ihr dieses Coworking für euer Startup bis zu 3 Gründerinnen und Gründer für 6 Monate komplett for free. Das heißt, ihr dürft die flexiblen Arbeitsplätze und die Teambüros dürft ihr for free nutzen. Ihr dürft euch gerne auch am Kühlschrank bedienen, ob das Kaffee, Softdrinks oder auch das beliebte Feierabendbierchen sind, da habt ihr freien Zugriff drauf. Dann nehmt ihr an wöchentlichen Workshops teil. Dazu sage ich jetzt gleich noch ein bisschen was. Wir machen Intros zu Business Angels, Investoren, VCs. Wir können, wie gesagt, auch selbst investieren oder halt, wenn die Summe, je nachdem wie groß die Summe ist, als Co-Investoren fungieren. Das ist auch immer sehr, sehr interessant. Und wir stellen auch Empfehlungen aus, dass ihr ein Gründerstipendium bekommt. Also für diejenigen, die vielleicht gründen wollen, eine sehr interessante Sache, dass ihr im Land NRW, ich kenne mich jetzt nicht in anderen Bundesländern aus, aber es kann sein, dass es da ähnlich ist, bekommt ihr pro Startup, pro Gründerin oder Gründer monatlich 1.000 Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt zu dritt in einem Team seid, bekommt jeder 1.000 Euro, sind insgesamt 3.000 Euro und das Ganze über 12 Monate. Und da sprechen wir nach Eignung dann natürlich eine gewisse eine Förderungsempfehlung aus. Und damit habt ihr schon sehr, sehr gute Chancen, dann auch diesen Zuschuss zu bekommen vom Land NRW. Zu den Workshops, das sind so die Themen, die in den Workshops behandelt werden. Das ist ähnlich zu den Gründer-Workshops, die wir haben. Die Gründer-Workshops sind in einer offenen Runde und die Accelerator-Workshops sind dann halt, wie gesagt, in einer geschlossenen, weil sich da auch vor allem die Startups dann nochmal austauschen sollen. Auch da sind sehr, sehr coole Speaker unterwegs, sehr, sehr, sehr hilfreich. Und von der Idee her ist es dann so, dass die Workshops euch auf den sogenannten Demo Day vorbereiten. Das zeige ich euch jetzt gleich noch einmal ganz kurz. Voraussetzung ist, dass ihr an diesen wöchentlichen Workshops teilnimmt. Da wollen wir so ein bisschen auch die Förderung dann sicherstellen, dass wir auch dazu kommen, dass wir euch bestmöglich unterstützen können. Und wichtig ist bei uns natürlich, wie der Name von unserem Hub schon sagt, Digital. Wir interessieren uns vor allen Dingen halt um oder für digitale Produkt- und Dienstleistungsinnovation. Also es sollte schon digital sein, das wäre gut. Ansonsten wird es wahrscheinlich bei uns selbst mit der Förderung etwas schwieriger. So, die Bewerbung ist jederzeit möglich. Also ihr könnt jetzt theoretisch auf unsere Homepage gehen und euch da bewerben. Ihr braucht im Prinzip nur ein Pitch-Deck. Das ist relativ entspannt. Es ist nicht viel Aufwand. Pitch-Deck, wer das nicht kennt, einfach mal googeln. Ist der Klassiker eigentlich in der Startup-Szene. Auch vor Investoren oder Accelerator, damit ihr halt keinen vollumfänglichen Businessplan einreichen müsst. Dann gibt es einen Jury-Pitch, der ist bei uns monatlich, immer der erste Montag im Monat. Das heißt, ihr könntet euch jetzt noch dafür bewerben, Anfang April direkt in diesen Pitch reinzukommen. Dann würdet ihr an den wöchentlichen Workshops, wie gesagt, teilnehmen und am Demo-Day, der quartalsweise stattfindet. Der ist übrigens übermorgen. Der aktuelle Demo-Day ist übermorgen. Also auch falls ihr Investorinnen und Investoren drin sein sollten, meldet euch dafür an, weil da werdet ihr sehr, sehr coole Ideen vorgestellt bekommen. Und die Workshops sollen euch darauf vorbereiten, dass ihr für den Demo Day als Startup dann bestens vorbereitet seid und da vor etlichen Investoren, Business Angels, VCs, Unternehmen, Hochschulen und sonstigen Leuten pitchen könnt und ja, dann halt auch fundraisen könnt, also Kapital erheben könnt. So, wie gesagt, über unsere Website oder direkt an den simon.hecht@digitalhub.de eine kurze Nachricht schreiben, dass ihr dabei sein wollt und pitchen wollt. Ansonsten freuen wir uns natürlich über sämtliche Likes auf unseren Kanälen. Das hier soll eigentlich Twitter sein. Ich weiß nicht, warum hier die Schwalbe davon geflattert ist, aber normalerweise sollte hier ein Twitter-Symbol sein. Genau,
Vernetzt euch, bleibt gerne auch auf dem neuesten Stand, was unsere Themen angeht. Wir versuchen da auch wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Infos zu geben rund um die Gründerszene, auch zu unseren Workshops natürlich und Meetups zu veranstalten. Von daher freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da auf dem Weg begleitet. Super. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Fragen zu? Ich frage mal so in die Runde. Muss aber auch mal kurz gucken. Teilweise sind die Cams aus, teilweise an. Da hatte ich jetzt gar nicht so gesagt. Das ist natürlich gerade in der Zeit, in der wir, sage ich mal, ohnehin schon die ganze Zeit so uns wenig sehen können aufgrund von Corona, immer cool, wenn möglichst viele auch die Cams anmachen. Dass wir uns so ein bisschen sehen können, ist immer noch ein Tick freundlicher. Wenn es aber gerade nicht geht, ist es auch in Ordnung. Ist auch nicht weiter tragisch. Okay, gut. Da keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich einfach vorschlagen, Linda, ich übergebe das Mikro soweit an dich. Ich beende hier auch einmal die Vorstellung und du kannst jetzt den Bildschirm auch gerne freigeben. Yes, ja, erstmal vielen Dank. Ja, wir starten auch gleich vorab. Fragen könnt ihr bitte sofort stellen, dann können wir die auch gleich klären. Es kann natürlich auch hinterher noch das eine oder andere kommen, aber dann können wir das immer direkt an dem Thema, mit dem ich gerade bin, auch klären. Ja, genau, ich schalte jetzt den Bildschirm mal frei und dann tauchen wir ein in das Thema Selbstmarketing und Beziehungsmanagement. Ich hoffe, ihr seht alle was. Super. Ja, Selbstmarketing und Karriereerfolg. Und da seht ihr hier ziemlich provozierend, Karrieren werden beim Bier gemacht. Das ist natürlich nicht immer so, aber häufiger als man denkt. Und es gibt den schönen Spruch, to be good is not good enough. Ja, das heißt, wir werden uns heute mit den Themen beschäftigen, was gibt es eigentlich für Faktoren für Karriereerfolg? Und dabei geht es nicht nur um selbstständige Karrieren, es geht auch um Karrieren, die man zum Beispiel in einem Unternehmen machen möchte. Es gibt da sehr viele Parallelen. Welche das sind und welches die Hebel sind, das schauen wir uns jetzt nacheinander mal an. Ich stelle mich noch mal kurz vor, Linda Bosse. Ich bin Coach und Beraterin für Karrierestrategien, insbesondere für Frauen. Ich arbeite aber auch mit Männern, aber mein Fokus sind Frauenkarrieren. Also Unternehmerinnen, aber eben auch Frauen, die ambitioniert in einem Unternehmen richtig durchstarten wollen. Ja, ich komme aus einem DAX 30-Konzern. Da habe ich fast 3 Jahrzehnte gearbeitet in sehr vielen verschiedenen Bereichen, in sehr vielen verschiedenen Rollen. Das heißt, ich habe dort Leadership, also Führungsrollen gehabt. Ich war in der Strategie, im Business Development, im globalen Marketing, im Personalwesen, um nur einiges aufzuzeigen. Aber das alles ist Teil der Expertise, mit der ich heute eben auch Menschen und Unternehmen berate. Ich bin zudem auch noch Lehrbeauftragte für die Themen Personalwesen und Marketing. Und genau da ist auch die Schnittmenge oder die Schnittstelle zur Selbstvermarktung, nämlich das Personalwesen oder Personal allgemein mit dem Thema Marketing zusammenzubringen. Also wirklich ein gutes Personalmarketing für sich zu machen und die Grundregeln eben des Marketing für sich zu nutzen. Für sich, sein Unternehmen oder wie auch immer. So, da tritt noch jemand ein, den lasse ich mal rein. So, und ich bin jetzt seit einigen Jahren in der Selbstständigkeit und ja, mir macht das wahnsinnig viel Freude, weil jetzt kann ich endlich das ausleben, was ich innerhalb eines Konzerns doch nur sehr begrenzt machen lässt, auch wenn ich da sehr interessante Aufgaben hatte, wie eben zum Beispiel Geschäftsentwicklung. Ja, Karriereerfolg. Karriereerfolg ist für Menschen oft etwas sehr Unterschiedliches. Ja, ich habe hier mal so eine kleine Aufzählung gemacht. Und zwar, das kann sein, Geld zum Beispiel, ne? Also es kann ein Gehaltsziel sein, ne? Also eine bestimmte Gehaltsrange zu erreichen. Das können Umsatz- und Gewinnziele sein, wenn man selbstständig ist. Das kann aber auch passives Einkommen sein. Ein passives Einkommen ist total praktisch, ja, gar nicht so einfach zu erzielen. Hat jemand von euch schon mal sich mit dem Thema passives Einkommen beschäftigt? Ja, Dennis, was ist denn ein passives Einkommen? Ein passives Einkommen ist ja, wenn ich, sage ich mal, irgendwelche Invests getätigt habe, aus denen ich wiederkehrende Bezüge habe oder bekomme, ohne dass ich für dieses Geld immer arbeiten muss. Also klassischerweise, ich habe ein Haus gekauft, am besten abbezahlt und jetzt bekomme ich Mieteinnahmen und kann mich davor eigentlich gar nicht mehr so richtig wehren. Oder Dividenden von Aktien beispielsweise, die mir ausgezahlt werden, dafür ich einmal investiert habe, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ich nehme davon, aber widerspreche Dennis, nicht abzahlen, bis auf 60% nur tilgen und dann mit dem Eigenkapital das Portfolio skalieren. Dann kannst du dich gar nicht mehr vor dem Geld wehren.
Hört sich gut an. Okay. Aber also, vielleicht machen wir mal irgendwann eine Session zu Immobilien, Dennis. Ja, wenn du da als Speaker auftreten willst, sehr gerne, Christian. Hört sich interessant an. Sounds like a good plan. Okay. Also passt du das eigentlich. Du Dennis. So, jetzt bin ich ruhig. Also passives Einkommen, ja, das haben wir jetzt gut erklärt. Das ist aber auch nochmal ganz interessant für smarte Unternehmerinnen und Unternehmer. Weil mit passivem Einkommen ist in dem Zusammenhang auch gemeint, dass jemand zum Beispiel Online-Kurse entwickelt. Und zwar, ich sage mal, aus der Konserve. Also sprich, die werden einmal produziert und dann verkauft. Auch das ist passives Einkommen. Und das ist eigentlich in der Form erst so richtig möglich, seit wir die Digitalisierung haben. Abgesehen vom Thema Bücher schreiben, ne? Da gilt das auch. Aber ansonsten sind die modernen Geschäftsmodelle, die digital sind, ideale Basis, um auch passives Einkommen zu erzeugen. Das heißt allerdings, dass man erstmal sehr fleißig sein muss, aber dann eben auch für das Einkommen, was da kommt, nicht mehr so viel machen muss, außer vielleicht Marketing. Ja, und dann kann natürlich auch sein, eine Vision zu haben, ja, Leader eines Global Players zu sein. Es kann auch sein, dass man sagt, oh, ich will einen ganz bestimmten Job, das ist mein Traumjob. Es kann ein Megaprojekt sein oder eine exklusive Weiterbildung. Es kann auch sein, Führung in Teilzeit. Das war vor 10, 15 Jahren so gut wie gar nicht möglich. Mittlerweile sind das Themen, die durchaus umsetzbar sind. Also auch das kann Karriereerfolg sein. Es kann sein, dass man möglichst viele Follower auf einem der Portale hat. Es kann das Thema Sichtbarkeit sein. Ja, dem Frosch oder die Froschkönigin werdet ihr gleich noch näher kennenlernen. Es kann das Arbeiten von überall sein. Das auch kann großer Karriereerfolg sein. Viele haben den Traum, viele leben ihn auch schon. Ich sage wieder, Digitalisierung macht es möglich. Das kann ein Sabbatical sein. Ich selbst habe das gemacht. Tatsächlich vor 20 Jahren bin ich durch die Weltgeschichte gereist, habe 1,5 Jahre freigenommen. Rucksack auf, Mittelamerika, Nordamerika, Yukon. War eine tolle Zeit. Aber auch das muss man, wenn man gleichzeitig Karriere machen will, im Unternehmen sehr gut verargumentieren. Es geht, ich sage immer, es gibt für alles Argumente. Man muss nur dem Unternehmen klar machen, dass es nicht nur davon hat, dass man mal weggeht, sondern dass man mit tollen Erfahrungen zurückkommt. Ja, also auch das kann ein Teil eines Karriereerfolgs sein. Ja, und dann kommt das Thema Macht. Macht ist ja häufig etwas negativ besetzt, aber Macht an sich ist neutral. Ja, Macht ist gut nutzbar und weniger gut nutzbar. Die Frage ist immer, ne, in welchen Dienst man sozusagen die Macht stellt. Und Macht bedeutet vor allen Dingen eben auch gestalten können und Einfluss nehmen. Also Macht per se kann etwas sehr Positives sein, wenn es zu etwas Gutem dient. Ja, Karriereerfolg ist ein ganzes Stück weit planbar. Und was aber wichtig ist beim Karriereerfolg, und wie gesagt, es ist ganz egal, ob man irgendwo in einer Anstellung arbeitet oder selbstständig ist, man braucht Roadmaps, man braucht einen guten Plan. Das heißt nicht, dass man sich immer sklavisch an den halten muss, aber ohne Plan wird es schwierig. Ja, und jetzt sagt man, okay, das sind so ein paar Beispiele für Karriereerfolg. Was sind denn die Faktoren? Also was macht Menschen erfolgreich? Ja, und da habe ich hier mal drei aufgeführt, die eigene Leistung, das Image, also das Personal Brand, womit auch ein Stück weit Bekanntheit natürlich gemeint ist, und Beziehungsmanagement. Das ist Netzwerken 2, dazu sage ich nachher noch was. Ja, man sieht Karrierefaktoren 100%. Was meint ihr, eigene Leistung, wie hoch ist der Anteil am Erfolg? Das könnte auch ein Produkt sein, ne? Also das ist jetzt umfassend gemeint. Sollen wir einfach mal in die Gruppe reinschreiben, wer sowas denkt? Ja. Also würde mich mal interessieren, wer was. Ja, mich auch, sehr. Ja, immer ganz spannend. Gucken wir mal. Machen wir das doch mal. Ja, genau. Schreibt mal rein, was ihr so denkt. Gucken wir, was der Chat sagt. Heute gerade so bei Thema Digitalisierung ist es irgendwie so ein bisschen, ja. Ne, denkt man irgendwie, war schon gespannt, ja. Ja, ich kann den Chat im Moment gar nicht sehen. Ach so, ja, das ist, wenn du den oben freigibst, ich glaube, wenn du oben reingehst und dann auf mehr irgendwie klicken, das ist ein bisschen. Ah, ich war da eben schon drauf, oder? Ach, da wollte ich nicht aussteigen, ja, genau. Ah, da ist es. Ah, 30, 25, 30, 40, okay. Ganz interessant, ja, das meistens ist es in der Range und jetzt gut festhalten, auf den Stühlen festklammern sozusagen. Also eigene Leistung oder auch unter Umständen Produkt,
sind unter Umständen nur 10%. Das können auch mal 20 oder 30 sein. 30 hatte ich eben gesehen, aber meistens ist die Leistung, und da spreche ich jetzt, wie gesagt, nicht nur davon, von der Arbeit in einem Unternehmen, wo man angestellt ist. Ich spreche halt tatsächlich auch von einer Leistung, die man erbringt. Ja, das ist wie Picasso, der malt und die Bilder stehen im Keller. Ja, und niemand wird bei Picasso an der Tür klingeln und sagen, boah, ich vermute, Sie haben tolle Bilder. Das wird ihm nicht helfen. Picasso und auch jeder andere, der kann ein tolles Produkt haben, tolle Dienstleistung. Ja, es hilft nichts, wenn die im Keller steht. Also jetzt mal ein bisschen polemisch ausgedrückt, ne? Die Schatztruhe, dazu kommt gleich noch was. Was ich oft erlebe, wenn ich diese Frage stelle, ist, ja, das kann ja wohl nicht sein. Also Kompetenz als Karrierevoraussetzung, das ist doch wirklich, und das geht gar nicht. Und ja, ich kann nur sagen, das fleißige Bienchen wird nicht Bienenkönigin. Ja, das ist ganz fleißig, sammelt ganz viel Honig ein und jeder sagt, toll, wenn man es dann überhaupt sieht, fleißiges Bienchen, ja. Aber zur Karriere oder zum Erfolg mit dem eigenen Unternehmen wird das allein nicht reichen. Ja? Also diese Zahl ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, klar. Aber sagen wir mal, es gibt so eine, gibt eine Tendenz, die schon die Realität ganz gut widerspiegelt. Ja, Image Personal Brand. Ich mache jetzt damit einfach mal weiter. Circa 30%. Das heißt also, wie gehe ich eigentlich nach draußen mit dem, was ich zu bieten habe? Und dann gibt es noch das Beziehungsmanagement. Ja, und das sind sage und schreibe 60%. Ja, können auch mal 50 sein oder so, ganz egal, ja. Aber auf jeden Fall ist das tatsächlich der dickste Brocken. Das heißt, wie wird man wahrgenommen, sondern mit wem wird man wie wahrgenommen, um es ein bisschen komplizierter auszudrücken, ja. Und hier oben hatte ich so geschrieben, Karrieren werden beim Bier gemacht, wie gesagt, ein bisschen polemisch, aber dann versteht man diese Zahl etwas besser. Ja, also Beziehungsmanagement ist extrem wichtig. Und ihr seht, da steht nicht Netzwerken. Ich sage auch gleich, warum. Das ist nämlich mehr. So, und jetzt können wir natürlich die Frage stellen, okay, wie macht man das denn eigentlich? Weil ich habe verstanden, meine Leistung ist, also ist wichtig. Ja? Ja, die ist auch wichtig. Aber da sind andere Faktoren, die sind viel wichtiger. Ja? Und dafür gehe ich jetzt mal ganz kurz aus der Bildschirmfreigabe raus. Und da müssen wir ein bisschen tauchen jetzt. Ne? Also ich tauche jetzt mal mit euch, um den Dingen auf den Grund zu gehen, um wirklich zu erfahren, wie macht man das. Ich tauche jetzt mal kurz ab. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Ne? Ich gehe mal kurz nach unten hier. Und guck mal, was ich da finde. Ne? Ich muss ein bisschen wirklich ins Wasser auch. Ihr seht, hinter mir ist es blau. Ne? Also ich war jetzt im tiefen Wasser und habe euch was hochgeholt. Und es ist das hier. Ich glaube, ihr könnt es alle sehr gut erkennen. Es ist eine Schatzkiste. Und diese Schatzkiste ist total voll. Und diese Schatzkiste, die ich jetzt vom Grund eines Bodens hochgeholt habe, ihr seht, die ist auch ein bisschen kaputt, die sind verrottet, aber in der steckt was drin. Das ist, die fällt jetzt schon auseinander, so ramponiert ist es schon. In dieser Schatzkiste sind eure Kompetenzen oder eure Dienstleistungen oder euer Produkt oder was auch immer. Eure Stärken sind da drin. Und wie gesagt, die sind momentan abgetaucht und niemand sieht sie. Ja, schade eigentlich. Ja, so, und dann gibt es das Zweite, ich muss jetzt nochmal runtergehen, jetzt gehen wir mal gucken, was in so einem Tümpel los ist. Und da hole ich noch was hoch, kleinen Augenblick, mal gucken, was das andere ist. Ah ja, das ist die Froschprinzessin. Ne? Ihr habt sie eben schon mal kurz kennengelernt in der Mindmap. Und ich werde jetzt mal fragen, was denn deren Ziele so sind. Hallo, ja, ich sage, was sind denn so deine Ziele? Ich möchte Froschkönigin werden. Sehr interessant, Frau Schönigin. Was machst du denn so den ganzen Tag? Ja, ich bin am Grund des Tümpels und da sortiere ich Algen und ich sortiere Muscheln und bin unglaublich fleißig. Das ist ja ganz toll. Wer sieht dich denn da unten? Keiner. Ich sage, okay, da müssen wir jetzt mal was machen. Wir holen uns jetzt mal ein wirklich großes Seerosenblatt und dann setzen wir dich da mal oben drauf und dann gehst du oben auf den See, mitten in die Sonne, wo dich jeder sehen kann. Und zeig dich mal, das ist deine Chance. Aber da unten im Tümpel sieht dich kein Mensch. So, und das jetzt ein bisschen zur Verdeutlichung. Ne? Um was geht es eigentlich? Es geht um die Leistung, nämlich euren Tresor, eure Schatzkiste. Es geht aber auch darum, wie macht ihr die nach draußen sichtbar? Und da steigen wir jetzt nochmal in die Mindmap wieder ein und gucken uns mal an, wie es mit der weitergeht. Ja. Wie die 100% rocken. Wie gesagt, ihr habt es eben gesehen, ne? Die beiden hocken hier unten und sind eigentlich ganz fröhlich, aber man macht nichts damit. Und wie kann man das jetzt wirklich gut für sich einsetzen? Was muss man tun? Also, jetzt kommt zu den Strategien. Die Schatzkiste als erstes.
Egal, ob man ein eigenes Business hat mit einer eigenen Dienstleistung oder ob man innerhalb eines Unternehmens ist, man vermarktet sich selbst, vor allem bei sehr kleinen Unternehmen. Ja? Also wenn man ein Solopreneur ist oder ein kleines Unternehmen mit 2, 3 Leuten hat, dann spielt auch die Person selber immer eine ganz große Rolle, aber eben auch das Produkt. Und das Produkt oder der Mensch, das muss beschrieben werden. Moment, halt. Und die Beschreibung ist das, die Leistungsbeschreibung oder das Produktblatt. Das ist, wenn ihr ein Produkt habt, eine Dienstleistung habt, ist das klar. Das ist eure Produktbeschreibung. Wenn ihr irgendwo in einer Anstellung arbeitet oder Karriere machen wollt innerhalb von Unternehmen, ist das eigentlich nichts anderes. Ja? Und wenn man jetzt nicht selbstständig ist, dann würde man sagen, okay, ich brauche irgendwas wie ein Produktblatt und würde dann zum Beispiel ein Kompetenzprofil für sich erstellen. Ja? Also ich nenne das mal 360-Grad-Kompetenzprofil. Das ist etwas, was ich zum Beispiel mit Klientinnen mache, aber nicht nur mit welchen, die Karriere machen wollen in Unternehmen, sondern auch mit Menschen, die selbstständig sind, um mal zu sagen, für was stehe ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Und da kann man nochmal genau hingucken. Gibt es also eine bestimmte Struktur? Und diese Struktur wird immer wichtiger. Das sind einmal die fachlichen Kompetenzen, die jemand mitbringt, die Methodenkompetenzen, die sozialen Kompetenzen und jetzt kommt's, die Zukunftskompetenzen, die Hot Future Skills. Da sagt man heutzutage, das sind zum Beispiel flexibel sein, selbstreflektiv, lernfähig, ne? Digital grundkompetent, am besten sogar mehr als das. Ich habe mir so einiges mal aufgeführt, das sind so diejenigen, die man heutzutage als Zukunftskompetenzen handelt. Und die braucht man, ganz egal, was man machen will. In dieser Welt, die, wie wir alle wissen, sich wahnsinnig schnell verändert und immer schneller wird und auch immer neue Anforderungen bereithält. Ja? Und über die sollte man sich klar sein. Und zwar egal, was für ein Business man hat, egal, ob man angestellt ist oder nicht, sich da Gedanken drüber zu machen. Ja, dann geht es natürlich um Erfolge, die man schon im Leben hatte, ja, und um das Thema Werte. Das Thema Werte ist in dem Gesamtzusammenhang auch sehr, sehr wichtig. Also ich erinnere mich vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren haben Unternehmen auch über Werte gesprochen, aber anders. Da sagte man, ja, wir haben das und das und das, aber im Grunde hat man sich nicht wirklich drum gekümmert. Das waren potjemkische Dörfer, Makulatur, das hat man, glaube ich, oder meiner Erfahrung nach nicht wirklich ernst genommen. Das ändert sich gerade erheblich, das wisst ihr alle. Das heißt also, das Thema Werte wird wichtiger und damit ist das Thema auch für jeden Menschen in dieser Arbeitswelt dort draußen immer wichtiger. Zu wissen, was sind meine Werte? Wofür stehe ich, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen gründe? Ja, was möchte ich meinen Kunden gegenüber leben oder meinen Mitarbeitern gegenüber? Oder als jemand, der in ein Unternehmen geht, für was Unternehmen will ich denn? Passt das zu meinen Werten? Also da eine gute Transparenz zu haben, das kann alles so ein Kompetenzprofil leisten, dass man für sich erstellt. Ob man jetzt das macht, was ich da mache, oder ob man im Internet sich irgendwas anderes runterzieht, ganz egal. Wichtig ist, sowas für sich zu erstellen. So, und wenn ich jetzt in einem Karrierecoaching wäre und würde sagen, es geht um Karriere, dann würde ich noch sagen, es gibt noch ein CV, der darauf abgestimmt wird. Das geht jetzt aber ein bisschen zu weit. Ja. Übrigens, wenn man so ein Kompetenzprofil machen will, ich stelle es in den nächsten Wochen auf meine Website. Ich bin gerade dabei, das so zu erarbeiten, dass man es runterladen kann. Ne? Einfach Linda Bosse Ressourcen, tragt euch für ein Newsletter ein. Ich sage Bescheid, wenn dieses Kompetenzprofil draußen ist. Wird höchstens noch, schätze, 2 Wochen dauern. So, also das dazu. Das ist sozusagen die Leistungsbeschreibung. Und aus dieser Leistungsbeschreibung kann man dann die Personal USP oder auch Produkt USP beziehungsweise die ESP, mittlerweile sagt man auch Emotional Selling Propositions, auch das gibt es mittlerweile, kann man daraus ableiten. Und die sind, wie wir alle wissen, auch super wichtig. Ja, und auch ein Elevator Pitch, so man den braucht, oder ein Pitch für ein Produkt. Und wenn man das gemacht hat, also wenn man sich selbst ein ganzes Stück weiter kennengelernt hat und vor allem ganz wichtig, was ich noch vergessen habe, sich die Warum-Frage gestellt hat, dann kann man auch ein Personal Brand Image stellen. Und ich merke gerade, die Warum-Frage hätte ich da eigentlich schon längst mit aufnehmen müssen. Die Warum-Frage ist eure Ausgangsfrage. Die Warum-Frage ist die Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr irgendein Business macht oder einen beruflichen Weg einschlagen wollt. Das ist die Frage, was ist eigentlich mein Lebensthema? Was hat mich geprägt? Was begleitet mich vielleicht von frühester Kindheit an? Und wo habe ich den großen Wunsch, etwas zu verändern, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten? Vielleicht hat jemand Ungerechtigkeit erfahren, Benachteiligung oder was auch immer. Häufig sind das Antriebsfedern, die später dazu führen, warum jemand beruflich in eine ganz bestimmte Richtung geht. Und wenn man dieses Warum gut beantworten kann, ja, dann fällt das hier alles sehr viel einfacher und dann ist es auch sehr viel weniger schwierig, zum Beispiel ein Personal Brand und ein Image aufzubauen. Ja. Und Personal Brand und Image, das entsteht letztendlich aus der Selbstkenntnis, aus der Kenntnis, wer bin ich, was ist mir wichtig, bin ich ein eher extrovertierter, ein eher introvertierter Mensch,
was sind meine Farben? Ja, oder was für Farben sind die Farben meiner Kunden? Ja, jetzt sind wir schon wieder mitten im Marketing. Ja, das kann man alles sehr gut erarbeiten, wenn man sich ein ganzes Stück weit mit sich selbst sehr selbstreflektiv beschäftigt hat. Gibt es dazu eine Zwischenfrage? Okay. So, und dann kann man, wenn man das alles gemacht hat hier, dann kann man anfangen, ins Selbstmarketing einzusteigen. Also erstmal ist Selbstmarketing einfach wichtig für jeden. Und man kann sagen, je kleiner ein Unternehmen ist, desto wichtiger wird es. Gut, es gibt andere Beispiele. Wir denken an Steve Jobs, ja, sehr großes Unternehmen, wertvollste Marke und überhaupt. Da war Steve Jobs ganz klar natürlich die Galionsfigur dieses Unternehmens. Aber bei anderen sehr großen Unternehmen wird man sehen, dass die Führungspersonen bis auf Ausnahmen häufig nicht wirklich im Mittelpunkt stehen, sondern meistens tut es da das Produkt und die Dienstleistungen und Emotionen und so weiter. Aber wenn man ein kleines Unternehmen ist, ein Startup, ein Solopreneur, dann wird nicht nur die Vermarktung des Unternehmens wichtig, sondern auch die Vermarktung der eigenen Person, denn man steht für dieses Unternehmen oder man steht für sich selbst, wenn man sich bei einem Unternehmen bewirbt. So, und man kann auch beim Selbstmarketing genauso Avatare oder Personas bilden, wie man das zum Beispiel macht, wenn man ein Unternehmen vermarktet. Ja? Also wie gesagt, ich spreche jetzt immer beide an, also die Menschen von euch, die selbstständig sind und auch die Menschen, die in einem Unternehmen tätig sind. Normalerweise, wenn man Marketing macht und sagt, okay, ich mache eine Marketingstrategie, dann gehe ich hin und schaue auch, was für eine Zielgruppe habe ich. Und dann baue ich die ganze Marketingstrategie auf diese Zielgruppe auf. Ja, stell dir auf die Zielgruppe ein, ganz klar, damit ich ganz gezielt und fokussiert arbeiten kann. Das geht natürlich bei einem kleinen Unternehmen und muss es auch sein, genauso. Das ist aber auch dasselbe, wenn man zum Beispiel angestellt ist irgendwo. Ja? Denn auch Personalentscheiderinnen, Unternehmen können eine Zielgruppe sein. Ja? Und die Frage, die bei Kundenpersonas, ihr wisst das, immer gilt, wo sind denn die Kommunikationskanäle, wo sind die denn unterwegs? Ja, viele sagen heutzutage ja Social Media, gruselig und das ist so viel. Manche macht es Spaß, manchen gar keinen. Und manche sagen, ja, ich kann doch nicht auf allen Kanälen sein. Das wäre auch Quatsch. Also wenn man jetzt, wenn das zum Unternehmen dazugehört, dass man auf allen Kanälen sein muss. Okay, aber normalerweise richtet sich das an der Zielgruppe aus. Wo sind die denn unterwegs? Und bei einem Unternehmen kann Facebook total interessant sein. Es kann aber auch LinkedIn sein, Instagram sowieso. Und bei jemandem, der in Anstellung ist, wird in der Regel LinkedIn super spannend sein. Ja, und dann wird er sich auf LinkedIn seine Zielgruppen, seine Avatare suchen und wird dann gucken, mit wem vernetze ich mich da. Ja, so, das heißt, ich richte nur die Social-Media-Profile ein, die ich wirklich brauche. Aber auf denen mache ich es dann richtig. Auf denen baue ich mir wirklich eine entsprechende Strategie auf, die meiner Selbstvermarktung, also meinem Personal Image entspricht. Und nochmal zu dem Personal Image. Es ist wichtig, da nichts dem Zufall zu überlassen. Also ich sehe viele Profile zum Beispiel auf LinkedIn, jetzt nur mal als ein Beispiel, Unternehmensprofile, aber vor allen Dingen auch Profile, die Menschen für sich selber, aber auch für Unternehmen da angelegt haben. Und ich sehe häufig, dass die relativ lieblos gestaltet sind. Aber das ist die Visitenkarte im Netz. Ja? Es kann auch Facebook sein, wie gesagt, oder Instagram, ganz egal. Aber wenn die lieblos gestaltet sind, wenn die nicht nach Marketing-Gesichtspunkten gestaltet sind, wenn die vor allen Dingen nicht euch widerspiegeln, also sprich, was sind eure Farben? Was sind gut, Schriftarten, da hat man nicht so viel Freiheiten auf den Profilen, ja? Aber was sind die Farben? Was sind die Botschaften? Da sind wir schon bei den Botschaften und Themen. Mit welchen Themen will jemand identifiziert werden? Ja, bei mir zum Beispiel, ich finde das Thema Diversity super spannend, ich finde Leadership wichtig, New Work ist ein Thema, das ich ganz, ganz wichtig finde. Und das sind Themen, mit denen gehe ich überwiegend nach draußen, also ganz gezielt. Ich gehe nicht, ich kommentiere nicht alles und jedes, ich vernetze nicht mit mich, nicht mit allem und jedem, sondern ich gucke mal ein Stückchen weit, wie passt das zu dem, was meinem eigenen Business entspricht und meinen wichtigen Themen, meinen Kernbotschaften. Ne? Und das ist eben, ne, wo sind die Themen, wo sind die Gruppen denn unterwegs? Ne? Und dann sich eben wirklich die Themen rauszusuchen. Und je nachdem, was für ein Business man hat, variieren die Botschaften und auch die Menschen, mit denen man sich vernetzt. Und ihr seid ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr alle auf LinkedIn unterwegs seid, ihr wisst, man kann doch immer sehr schön schauen, wenn jemand bei einem Unternehmen angestellt ist, gibt es immer eine Möglichkeit zu sehen, welche anderen noch bei dem Unternehmen auch angestellt sind, die auch auf LinkedIn sind. Das heißt, man kann die regelrecht abarbeiten, aber bitte organisch. Ne? Also organisch abarbeiten meine ich damit, sich zu überlegen, wie man Menschen anspricht. Ne? Und da sind wir wieder bei Selbstmarketing und Personal Image. Das einfach anklicken kann man machen, aber ich weiß nicht, ob es immer so zum Erfolg führt. Je besser man das Selbstmarketing hinkriegt hier,
desto mehr macht, kann man auch von Sog-Marketing leben. Das heißt, desto größer ist die Chance, dass man gefunden wird, ohne dass man eine Kundenakquise machen muss. Was nicht heißt, dass man nicht in bestimmten Bereichen Kundenakquise machen muss. Das hängt immer von der Dienstleistung, vom Produkt ab und so weiter. Aber ich zum Beispiel mache überhaupt keine Akquise. Ja, ich arbeite ausschließlich über Sog-Marketing. Das heißt darüber, ja, dass ich eine bestimmte Resonanz nach außen erzeuge und Menschen dann auf mich zukommen, mich empfehlen, aber auch mich finden und so weiter. Ja, und das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Und das sollte man auch, weil man es ganz, ganz wichtig ist, dass man das steuert. Darf ich dazu was fragen? Ja, selbstverständlich, Lea. Hast du das von Anfang an so gezielt gemacht mit dem Sog-Marketing oder ist das gekommen? Also das war eine, ja, das war eine Entwicklung, die aber insbesondere damit zusammenhängt, dass ich mich sehr intensiv mit Marketing beschäftigt habe. Ja, und natürlich auch damit, also es ist ganz schwer, finde ich, ein gutes Selbstmarketing zu machen, wenn man nicht ganz genau weiß, für was man steht und mit was man rausgehen möchte. Und das ist eigentlich auch das größte Problem. Ja? Weil viele sagen, ja, und sich selbst vermarkten oder auch Beziehungsmanagement, da kommen wir gleich drauf. Das liegt häufig daran, dass man so diffus unterwegs ist. Nicht so ganz genau weiß, für was stehe ich damit, was gehe ich wirklich raus. Und auch häufig gar nicht so weiß, man hat ein gutes Produkt. Aber da das Produkt an einen selbst geknüpft ist, oder ich sag mal andersrum, vielen Menschen fällt es relativ leicht, wenn sie von etwas überzeugt sind, dafür zu stehen und dafür zu sprechen. Ja, also da können die, yes, und das ist super, und ne, der Thermomix ist super, ich benutze den selber und den kann man ganz toll vermarkten. Jetzt als ein blödes Beispiel, ja. Aber in dem Moment, wenn Menschen sich selbst vermarkten sollen und wenn sie eine kleine Firma sind, ein Solopreneur zum Beispiel, dann vermarkten sie letztendlich sich selbst, nicht nur das Produkt. Das fällt vielen schwer. Und da so eine Klarheit reinzubringen, aber auch zu verstehen, dass man mit dem Produkt oder der Dienstleistung macht man was Gutes. Man leistet einen gesellschaftlichen Beitrag. Man hilft Menschen von A nach B, man unterstützt die mit dem Produkt. Und wenn dieses Bewusstsein da ist, dass man für andere damit auch was tut, kann man ganz anders nach draußen in Selbstmarketing gehen. Es ist ein Weg, es war bei mir auch ein Prozess, das habe ich nicht von Anfang an so gemacht. Ja? War ein ganz schöner Weg, ja. Über was für einen Zeitraum sprichst du dann, wenn du sagst, dass das ein Weg war? Also sagen wir mal, das ist jetzt so 2-3 Jahre. Okay. Ja, das kann ich schon sagen. Ne? Weil das hängt wirklich, das ist erfolgreich. Wir waren ja hier oben auch schon beim Produkt und bei der Dienstleistung. Ne? Und ich habe ja vorhin so ein bisschen despektierlich, das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, so ein bisschen despektierlich gesagt, naja, die Leistung und so 10%, 20%. Aber mir ist dennoch wichtig zu sagen, wie wichtig die ist. Weil wenn die Schatzkiste nicht voll ist, gut gefüllt, gut entwickelt, dann nützt einem natürlich meiner Meinung nach ein tolles Selbstmarketing und Beziehungsmanagement auch nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die schaffen es, flache Leistungen zu vermarkten. Und es gibt auch Menschen, die mit flachen Leistungen Karrieren machen, auch in Unternehmen. Die Beispiele gibt es zuhauf, ja. Also, ne, das ist leider so, muss man sagen. Ne. Die können halt das hier richtig gut spielen, aber da passt hier oben eigentlich die Leistung nicht wirklich. Das gibt es häufiger, als man denkt. Das liegt daran, dass wer das hier richtig gut spielt, einfach gute Chancen hat, voranzukommen. Aber ich bin immer der Meinung, wenn die Leistung, das Produkt oder man selber, wenn das nicht richtig gut ist, dann ist es, finde ich, verdammt schwierig, ein authentisches Selbstmarketing aufzubauen und ein authentisches Beziehungsmanagement. Und was Menschen überzeugt, ist Authentizität. Das ist nicht der Lack auf einem Produkt oder einem rostigen Auto. Ja? Das ist nicht das, was Menschen überzeugt, sondern wenn man sagt, ich bin richtig gut, ich kann das, was ich mache, gut, ich habe eine gute Dienstleistung. Und damit gehe ich mit größter Überzeugung raus und mache ein authentisches Selbstmarketing. Es geht nicht um Glänzen, es geht um Leuchten mit etwas, was wirklich gut ist. Und dann kann ich damit aber auch ein gutes Beziehungsmanagement machen. Das Produkt oder die Dienstleistung oder die eigene Leistung ist die Ausgangsvoraussetzung. Das ist die Basis, wo alles andere drauf aufbaut. Also das ist meine große Überzeugung. Ja? Es gibt sicherlich auch andere Beispiele dafür, aber das ist nichts, was ich zum Beispiel mittragen wollte und könnte. Aber ich finde, man hat geradezu eine Pflicht, wenn man etwas richtig gut kann oder ein gutes Produkt hat, geradezu eine Pflicht, damit rauszugehen und deinen Beitrag zu leisten. Ja? Und das wirklich einfach zu tun. Sind da noch Fragen zu dem Thema hier? Ich habe auch eine Frage, Linda. Ja, gerne. Wie man das auch ein bisschen strukturiert angeht.
Also so meine Erfahrung ist, man... Ich verstehe dich ganz schlecht. Könntest du ein bisschen dichter ans Mikrofon gehen? Ja, jetzt besser? Ja, besser. Mhm. Hast du einen Tipp, wie man das strukturiert angehen kann? Also jetzt nicht übertrieben, aber was so meine Erfahrung ist, man führt Gespräche, man trifft Leute und man merkt immer so ein bisschen, das, was einen trifft, betrifft auch einen. Es macht ja manchmal so Klack und dann packt einen das so und dann weiß man, okay, das ist irgendwie ein Thema, das muss man für sich selber nochmal aufgreifen oder nochmal sehen, wieso packt mich das gerade so, entweder positiv oder negativ. Und da irgendwie da so eine Herangehensweise, wie man da so ein bisschen sich Stück für Stück nähert und das nicht wie so ein Ping-Pong, so ein Zufallsprozess ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist, was meine Frage ist, aber so ein bisschen, wie mache ich aus diesem Zufallsprozess ein Stück weit einen evolutionären Prozess, der so ein bisschen systematisch mich als Ziel führt. Ja, ich verstehe das. Also es gibt natürlich total viel Literatur zu dem Thema, ja. Also wo dann praktisch beschrieben wird, wie kommt man sich dann ein Stückchen näher. Also aus eigener Erfahrung sage ich immer, das ist so ein bisschen, ich nenne das immer so das Pantoffeltierchen-Syndrom, ne? Das ist, wenn ein Mensch sich nicht gut kennt, ja, und sich nicht gut mit sich beschäftigt. Jetzt mal losgelöst von uns jetzt heute hier, ne, wir kennen uns alle richtig gut und alles, aber wenn man das nicht so gut macht, ihr kennt das Pantoffeltierchen mit diesen, mit dem, mit dieser wabernden Kontur, ja. Und ein Pantoffeltierchen versucht sich jetzt irgendwo zu bewerben oder ein Pantoffeltierchen versucht ein Business aufzubauen. Das ist immer ein Problem, weil man kein Profil hat. Ja, wenn man nicht greifbar ist. Zwar ist man, wenn man greifbar ist, auch angreifbar, aber man kann eigentlich nur, wenn man ein Profil hat, wenn man sich in irgendeiner Form, in einer ganz präzisen Form nach außen zeigt und dann kann man wahrgenommen werden und kann auch entsprechend für sein Business oder seine Karriere einstehen. So, und so ein Prozess, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, ja, aber letztendlich führt zum Prozess darüber, sich selbst ein Stück weit zu erkennen. Ich würde schauen, ob ich vielleicht, wenn ich jetzt heute neu anfinge mit sowas, ne, vor vielen Jahren, dann würde ich erstmal gucken, was gibt es eigentlich an Persönlichkeitstests und würde mich da mal durcharbeiten. Und dann würde ich überlegen, würde ich genau schauen, was sind meine Stärken? Ja, weil was ich ganz oft erlebe, und darum nutze ich auch diesen Tresor immer, diese Schatzkiste, was ich ganz viel erlebe, dass Menschen sich ihrer Stärken nicht wirklich bewusst sind. Und selbst wenn sie so eine Ahnung davon haben, so eine entfernte Ahnung, sind die noch ganz weit davon entfernt, das wirklich hier auch zu spüren und zu haben und damit nach draußen zu gehen. Und der wirklich erste und wichtigste Schritt ist für mich die Beschäftigung mit den eigenen Stärken. Und das sind nicht nur Stärken oder Kompetenzen, wie wir die eben gesehen haben, sondern was ich erlebe, dass Menschen dann schon einen längeren Berufsweg hinter sich haben. Und vieles von dem, was sie schon geleistet haben und gelernt haben, ist zwar, wenden die an, die sind sich überhaupt nicht mehr bewusst, was für ein Reichtum die da mit sich rumtragen. Und für mich fängt der Anfang immer damit an, dass man sagt, ich schaue mir mal mein ganzes Leben an und werte das systematisch aus. Und Babette, ich schlage dir einfach vor, registriere dich einfach für den Newsletter. In 2-3 Wochen ist dieses Kompetenzprofil an. Dann fang doch damit an. Du kannst es dir so runterladen, kostet nichts, ist umsonst Download. Ja? Ich habe gesagt, ich bereite es gerade auf. Dann lädst du dir das runter und fang damit mal an. Und dann bist du einen großen Schritt weiter. Weil wenn man die Transparenz über das hat, was man richtig gut kann, dann ist man dem, wofür stehe ich eigentlich, was sind meine Werte, einen Riesenschritt weiter. Und was ich immer wieder erlebe, ist, wie gesagt, dass dieser Schatz, ich habe einen Grund, warum ich den von da unten hochgeholt habe, das ist in den tiefsten Tiefen des Unterbewusstseins verschwunden. Und wenn man aber anfängt, sich damit zu beschäftigen, je älter man ist, desto mehr ist das. Aber auch bei jüngeren Leuten sind da zum Teil Wahnsinnsfähigkeiten. Aber die werden so lapidar selbstverständlich hingenommen, statt sich damit mal wirklich intensiv auseinanderzusetzen und sie aber auch zu integrieren und zu sagen, yes, und so in einer systematischen Form aufzubereiten. Und das ist wichtig für jemanden, der in einem Unternehmen angestellt ist, aber auch für jemanden, der sich selbstständig macht. Und daraus dann, ich sage immer, das ist so ein bisschen... Das ist ein ganz großer Sammelprozess und dann wird alles in einen Trichter getan und unten kommt dann die Essenz raus. Das sind die 3 Kernsätze. Man kann auch sagen Elevator Pitch, wie man es auch mal nennen will, aber das sind dann die 3 Sätze. Wofür stehe ich? Was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine 3 Kernkompetenzen? Das soll hinterher dabei rauskommen. Und das kann man für alles im Leben nutzen, egal wo man ist und was man tut. Das wird sich mit der Zeit etwas verändern.
Aber man muss es erstmal haben. Das heißt, erstmal richtig fleißig sein, sammeln, aufbereiten, strukturieren. Aber damit können Sie einfach mal starten. Super, danke. Okay. Wunderbar. So. Okay, Selbstmarketing. Also wie ich, der Weg dahin führt über Selbsterkenntnis. Ja. Und was ich auch nochmal sagen möchte, was oft auch passiert, manche Menschen haben große Probleme, über ihre Stärken zu sprechen. Und ja, darüber spricht man nicht und so weiter, Igitt und so weiter. Erlebe ich immer wieder. Ja, das ist irgendwie so manchmal anerzogen, so eine Prägung, ne? Bescheidenheit, sei bescheiden wie das Blümchen auf der Wiese oder so, keine Ahnung. Ich halte davon gar nichts. Sondern ich denke, ich erkläre das immer so, hier sind die Stärken und die sollte man wirklich gut kennen. Und auf der anderen Hand sind die Themen, wo noch Luft nach oben ist. Die sollte man auch gut kennen. Ja? Und beides gehört zu einem. Und dann geht es weder um dieses, ich bin die Größte oder ich armes Opfer, ich habe so viele Schwächen. Nein, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, so eine Ausgewogenheit zu haben und beides zu kennen und zu sich zu nehmen und zu integrieren und nicht traurig zu sein wegen der Schwächen oder das haben wir der Themen, wo noch Luft nach oben ist, sondern zu sagen, okay, da habe ich noch was zu tun. Ja? Ich gucke mal, was ich davon entwickle und wo ich auch vielleicht sage, naja, damit falle ich hinter eine Kiste, das bleibt. Ja? Und bei den anderen Themen zu sagen, okay, das sind wirklich meine Stärken und damit gehe ich raus. Und zwar ganz ruhig und selbstbewusst. Es geht nicht um Übertreibung, es geht einfach um das, was da ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das macht ruhig. Dieses Annehmen, alles sehen, das macht ruhig in ganz vielen Situationen. Beruflich und privat. Okay, so, ich sehe schon, wir schlagen einen großen Bogen heute. Beziehungsmanagement. Oder sind noch Fragen dazu? So, dann kommt jetzt Kopf über ins Beziehungsmanagement. Ja, ich schreibe extra Netzwerken hoch 2. Weil viele Menschen haben ein Thema, die sagen, ja, Netzwerken, das fühlt sich nicht so gut an. Und wenn Netzwerken für einen, och, ich habe gerade das Beziehungsmanagement gelöscht, ach nee, doch nicht, dachte schon. Okay, wenn für jemanden Netzwerken bedeutet, mit jemandem Kaffee trinken, den man nicht leiden kann, dann gebe ich zu, schwierig. Das macht keinen Spaß und halte ich persönlich auch nicht für besonders erfolgsfördernd. Es gibt Menschen, die können das, wunderbar, die sollen es tun. Aber ich verstehe unter Beziehungsmanagement oder auch unter wirklichen Netzwerken was anderes. Also, was ist denn echtes Beziehungsmanagement? Also, das ist eben mehr als Netzwerken. Es geht um echtes Interesse an Menschen. Das braucht man übrigens auch, wenn man in der Selbstständigkeit ist. Wenn ich mich nicht wirklich für meine Kunden interessiere, wenn ich denen nicht richtig zuhöre, wird schwierig. Ja. Aber das gilt natürlich auch mit den Menschen, die nicht meine Kunden sind, sondern denen ich jeden Tag begegne. Habe ich echtes Interesse oder sind die mir eigentlich egal? Ja. Dazu gehört natürlich auch wirklich zuhören. Oder ne, dieses zwei Menschen führen Monolog aneinander vorbei. Das gibt es auch. Hier geht es um Interesse und Zuhören. Beziehungsmanagement ist langfristig. Ja. Ich erlebe das immer wieder auch, dass Menschen sagen, ja, und jetzt muss ich aufbauen oder ich will mich beruflich verändern und so weiter. Wenn man die Veränderung anstrebt und sucht zum Beispiel einen neuen Job, das ist damit dann jetzt anzufangen, das ist zu spät. Ja? Das ist ein Prozess, der zieht sich über Jahre hin und dann hat man sein Netzwerk. Und Menschen, die das richtig gut spielen hier, die haben häufig nicht die Verlegenheit, dass sie den Job nicht haben oder die Kunden nicht haben. Ja? Weil das einfach eine langfristige Strategie ist, die sehr erfolgreich sein kann, wenn man so gut spielt. Ja, und es geht eben um Win-Win-Situationen. Es geht um Geben und Nehmen. Und erstmal immer geben. Es geht immer um Vorleistung. Ja? Also Menschen, die in solche Situationen reingehen, ich sage mal mit den Dollarzeichen und Augen, erinnert euch Dagobert Duck, ne? Der hat, dann ging es dann manchmal so, ne? Das ist keine gute Voraussetzung für Beziehungsmanagement, ne? Wo es wirklich darum geht, sich auch zu unterstützen. Ja, und jetzt seht ihr das Wort Bündnisse und Seilschaften, um Himmels Willen. Ne? Wie kann sie das nur sagen? Ja, Bündnisse und Seilschaften. Ihr kennt doch Kletterkombos, ne? Also wenn jetzt Menschen im Berg hängen, ne? Und das sind ja Seilschaften, ja? Und jetzt ist ein Mensch ein Stückchen weiter oben, der andere Mensch ein Stückchen weiter unten. Was spricht denn dagegen, wenn der Mensch weiter oben dem Menschen weiter unten ein Stückchen hochhilft? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es geht wieder um das Thema Leistung und so weiter, aber nichtsdestotrotz, es spricht überhaupt nichts dagegen, sowas auch zu nutzen und sich gegenseitig zu helfen. Egal, um was es geht. Es können Kunden sein, die man sich vermittelt. Es kann sein, dass man eben jemand dabei unterstützt, in einen Job zu gelangen oder ein bestimmtes Projekt zu bekommen. Why not? So,
Es gibt aber auch noch etwas, da gehe ich jetzt aber nur ganz kurz durch, das ist das Thema Hausmacht. Das gehört auch zum Beziehungsmanagement. Hausmacht ist so ein altes Wort, da habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen. Das ist eigentlich das, was in Unternehmen häufig passiert. Das ist die offizielle oder inoffizielle Macht. Machen wir gleich mal den Rechtschreibfehler weg da. Die offizielle. Ja, das ist ja gut. Und wir haben Livestream, ne? Das ist ja super. Besser geht's ja nicht hier. Also offizielle und inoffizielle Macht. Inoffiziell, ich mache das jetzt so, ne? Offizielle und inoffizielle Macht. Die inoffizielle Macht ist häufig stärker als die offizielle Macht. Ja, also das ist wirklich die Macht, die letztendlich mehr Entscheidungen trifft als das, was tatsächlich so nach außen aufgrund der Hierarchie, die es in vielen Unternehmen noch gibt, gemeint wird. Es geht auch um Mikropolitik. Es geht um Zugang zu wichtigen Informationen. Zu fragen, wer ist der Platzhirsch? Ich habe leider keinen weiblichen Begriff dafür gefunden. Ne? Was ist das Frühwarnsystem? Ja, ganz wichtig, ne? Wo biegt da irgendwas um die Ecke, was ich wissen sollte? Es geht um Koalieren. Es geht darum, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten. Es ist ein eher vertikales System und ganz wichtig ist das für die ersten 100 Tage in einem Unternehmen. Aber die Hausmacht ist ein bisschen mehr vertikal organisiert, während das Beziehungsmanagement eher horizontal organisiert ist. Das heißt, es ist mehr ein Augenhöhesystem, es ist weniger ein Machtsystem. Aber dieses System wird sich mit der Zeit ein bisschen überholen, einfach durch das Thema New Work, ne? Dadurch, dass die Hierarchien sich ein bisschen auflösen, dass wir demokratischere Arbeitswelten in vielen Bereichen haben werden, dass wir agile Teams haben. Da wird das hier nicht mehr so viel Chance haben. Aber bislang noch und in vielen Unternehmen ist das hier ein echter Karrierehebel. Ja, und dann gibt es noch die Community. Das ist ein übergreifendes Thema und das ist eigentlich das, was ich ganz wichtig finde heutzutage. Man kann sein Beziehungsmanagement in Form einer eigenen Community aufbauen. Wie gesagt, ist eher horizontal organisiert, ist auf Augenhöhe, freundschaftlich, empathisch. Bei einer Community, und ich spreche jetzt nicht nur von Communities, die irgendwo etabliert sind. Ich spreche von der Community, die ihr euch selber aufbaut. Das kann mit euren Kunden sein. Das kann mit Freunden sein, mit Kollegen und so weiter. Das geht um etwas, das ihr selbst für euch und euer Leben etabliert. Und dann sind wir wieder bei den Merkmalen hier oben vom Beziehungsmanagement. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich bin in verschiedenen Gruppen, zum Beispiel ich bin in einer Mastermind-Gruppe von Menschen, die ähnliche Themen machen wie ich. Und wir unterstützen uns, wir zoomen regelmäßig, wir beraten uns gegenseitig, wir ermuntern uns gegenseitig, wir inspirieren uns gegenseitig. Das heißt also, wir wachsen zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig. Ja. Ich sage immer, der Kuchen ist groß genug für alle, bei jedem Thema. Ja. Das heißt also, da geht es wirklich darum, Gleichgesinnte zu finden. Es gibt einen schönen Begriff von der Nicole Brandes, das nennt sich VQ, ist auch ein tolles Buch ganz nebenbei, VQ, die Wir-Intelligenz der Zukunft. Da beschreibt sie das auch nochmal sehr schön. Das ist eigentlich ein Element für die Zukunft. Und ich glaube, die Menschen, die sowas gut spielen können, also ein Beziehungsmanagement bzw. Community, die werden künftig erfolgreicher sein als Menschen, die das nicht tun. Aber mit den richtigen Spielregeln. Ja, ihr könnt Frage dazu. Ja, gerne. So eine Community, wie bahnt man denn sowas an? Da werden ja möglicherweise bei einem Unternehmen auch viele Konkurrenten darunter sein, die möglicherweise nicht so auf Augenhöhe mit einem spielen wollen. Wie macht man das denn? Also ich spreche jetzt nicht von einer Community, die Community heißt, weil sie irgendwo einen offiziellen Rahmen hat. Ich sage das mal in einem eigenen Beispiel. Ich habe meine eigene Community, die steht aber nicht irgendwo. Da steht nicht, da ist die Linda Bosse Community, sondern diese Community baue ich selbst aus den Kontakten, die ich entwickle im Laufe meines Lebens, aus meinem Beziehungsmanagement heraus. Ich vernetze sehr viele Menschen miteinander. Ich schaue, wo kann ich jemanden unterstützen? Ich hole mir auch mal Unterstützung ein und so weiter. Das ist die eine Community, Sebastian, die du dir aufbaust. Und mit der wir, wenn wir sehen, was da draußen so los ist, wer heute nicht gut vernetzt ist, ja, der wird immer größere Probleme haben, weil es gibt so viel Wissen, es gibt so viel Veränderung, es ist so viel Schnelligkeit. Wir brauchen einander. Aber wichtig ist es, Sebastian, dass man da mit Leuten sich zusammentut, mit denen man zumindest gleiche Werte hat, ja, denen man vertraut, ja, und wo man weiß, denen kann man was erzählen und es bleibt auch da. Und so ein bisschen so im Sinne von Gleichgesinntheit, ohne dass es bedeutet, haben wir gleich geschaltet, das wäre mir jetzt zu viel. Das können sehr heterogene Gruppen sein. Aber dass die Werte und die Vorstellungen, dass die übereinstimmen. Und das kannst du dir selber bauen.
Und ich finde, das funktioniert einfach. Ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt und das Netzwerk wird immer größer. Und aber auch dieses, der kennt den, wen kann man da helfen, wo hat man da eine Info und so weiter, ist unglaublich wertvoll. Und das hilft aber auch natürlich, wenn man selbstständig ist. Nicht nur, wenn man Karriere innerhalb eines Unternehmens macht. Ist auch ein Beitrag zum, und es hilft auch wiederum beim Empfehlungsmanagement, ja, wenn man das gut spielt. Es ist übrigens hier auf meiner Ressourcenseite ist ein Artikel dazu. Ich habe dann einen größeren Artikel geschrieben, der ist aus einem Buch. Ich habe dann aber aus dem Buch rausgenommen, der ist jetzt auch praktisch auf meiner Website auch. Da kann man das nochmal nachlesen. Da habe ich das alles nochmal ganz genau beschrieben. Also das kann man auch machen, aber letztendlich kann man auch selber sich die Infos ziehen. Ne? Ja. Ich habe deinen Link gerade nochmal in den Chat gestellt, Linda. Oh, danke schön. Das ist also nett. Ja. Ach, genau, was ich sagen wollte zum Beziehungsmanagement. Ne? Also ich freue mich, wenn ihr euch mit mir vernetzt, ne? Und da braucht ihr auch keinen Roman jetzt schreiben, sondern einfach nur, wenn ihr wollt, ne? Ich weiß, wir waren jetzt alle im selben Meeting, ich freue mich drüber, ja, und das ist der Sinn, warum wir heute hier auch zusammensitzen, damit wir gemeinsam uns vernetzen, uns unterstützen, gegebenenfalls auch mal kennenlernen und gucken, ne? Wie kann man zusammen Dinge erreichen. Ne? Ich gehe mal aus dem Bildschirmfreigabe raus. So, ja, Anmerkungen, Fragen, Diskussionen. Wer mag denn zuerst? Also ich kann ja ein Beispiel mal von mir nennen. Sie haben ja eben gerade gesagt, diese eigene Community. Ich denke zum Beispiel in meinem Fall ist das schon relativ stark. Ich kenne auch viele Leute mittlerweile durch das Studium und die Vorgeschichte. Also das ist aber alles nicht mehr in meiner Stadt. Ich bin halt jetzt nach Köln gezogen. Das alles war in Hamburg. Natürlich hat man noch einen guten Draht, aber ich habe auch die Stärke, dass ich wirklich viele vernetzen kann miteinander. Aber ich habe noch nie irgendwas sozusagen für mich selber daraus machen können. Das heißt, ich habe viele Leute auch zusammengebracht, die sich gegenseitig helfen konnten. Aber jetzt zum Beispiel für meinen Fall, ich will mich auch selbstständig machen. Bin ja. So ganz am Anfang, ich weiß noch gar nicht, womit genau etc., das fängt jetzt erst an. Da konnte ich halt leider noch nicht so viel daraus machen. Mhm. Und da ist die Frage, wie schafft man das denn dann praktisch? Also zum Beispiel beim Verbinden von Kontakten hätte man ja auch sagen können, ja, ein bisschen Provision nehmen oder sowas, aber das ist halt gar nicht mein Ziel in dem Punkt, weil ich denen einfach nur helfen wollte. Und viele kriegen das ja auch anders hin, dass die da auch irgendwie ihren Vorteil daraus haben. Also ich finde das sehr schade, dass das da jetzt so gar nicht zurückkommt. Ne? Und das ist jetzt nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Frage des Durchhaltevermögens. Also es frustriert natürlich, aber ich möchte dich wirklich ermuntern, da durchzuhalten. Was aber auch eine Rolle spielt wirklich ist, manchmal kann man das auch durchaus sagen. Also Folgendes, nimm mal an, du bringst jetzt zwei Leute zusammen, ne? Und die sind dir dankbar und so. Ja, du kannst mit denen auch ruhig mal sprechen und sagen, hört mal Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr mal irgendwas für mich wisst. Viele würden das tun, die kommen nicht drauf. Das ist gar nicht so, dass die dich nicht auch unterstützen wollen. Die haben es nicht im Programm. Und da muss man das mal ins Programm schreiben. Sehr freundlich. Und sagen, hör mal, ich freue mich auch, wenn du mich mal unterstützt. Wirklich, ich bin dabei, was aufzubauen, wenn du mal was hörst. Ja? Auch Empfehlungsmanagement kann man sich entwickeln. Weil, wie gesagt, viele Menschen, die würden die empfehlen, aber die denken schlicht nicht dran. Und solange das wirklich immer eine Bitte ist und keine Forderung, ja, wird das auch, verstehen die das auch? Und die meisten sagen, ja, stimmt, Herr Marvin, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Aber wird er wirklich ermuntern, am Ball zu bleiben und das weiter zu tun, weil ich bin davon überzeugt, dass irgendwann, manche Leute nehmen es natürlich auch einfach so und da kommt nichts und da wird auch nie was kommen. Schade. Vergessen wir die, zack, ja, das weiß man am Anfang nicht. Aber wenn von 10 Leuten einer dabei ist, der dir dann irgendwann einen richtig großen Gefallen tut, dann ist super. Stimmt. Ja. Und auch, ich glaube auch das Können, jemanden zu fragen, das ist ja auch, dass man da halt einen Schritt nach vorne macht und sagt, hier, sag mal, kannst du mir mal helfen? Viele sind ja so, die haben Schwierigkeiten zu fragen. Ne? Ist ja auch.
Ja, das ist auch so. Und dabei ist es absolut legitim. Viele Menschen freuen sich auch, wenn sie unterstützen können, ja, und finden das gut. Aber viele haben auch die Hemmung, das zu machen. Aber ich will euch nur alle ermuntern, weil das ist wirklich, es funktioniert so. Also auch ein Business aufzubauen, ist extrem hilfreich, wenn man andere Sparringspartner hat. Ne? Und ganz einfach, wenn du ein neues Business aufbauen kannst, ich weiß nicht, ob du das Smart Career Konzept kennst, fantastische Bücher von den Konter Grombergs, das ist, wenn man sich ein smartes Business aufbauen will, ich hole das mal kurz, Moment. Also ich kriege da jetzt keine Tantiemen oder sowas, aber die Bücher hier von den Konter Grombergs, ne? Produkttreppe und Zeit der smarten Experten sind super, wenn man sich ein Business aufbauen will. Als Solopreneur-Business, Einzelbusiness. Ne? Benutze ich auch für meine Kunden viel und ich selbst lerne da auch viel draus. Ne? Und da gehen die auch auf sehr viele, sehr interessante Themen ein. Sagt, habe ich jetzt noch mal kurz hier, kam mir gerade so in den Sinn. Hm? Genau. Ja, danke schön. Sehr gerne. Ach, apropos, ja, nee, Sebastian. Ich habe auch noch mal eine Frage. Also, dieses Beziehungsmanagement. Finde ich gut. Ich will demnächst möglicherweise eine Produktionsfirma aufmachen. Ich brauche also Beziehungen, weil ich brauche weitere Freelancer, um andere Posten abzudecken. Da bin ich ganz gut aufgestellt, weil ich viele Leute einfach auch kenne. Jetzt im Bereich zu Kunden, das ist ja auch ein wichtiges Beziehungsmanagement. Wenn man keine Kaltakquise machen möchte, wie legt man denn da los? Also, was macht man denn am besten? Geht man einfach auf ein Branchentreffen, sammelt Visitenkarten ein? Gibt es einen Königsweg, wie man irgendwo mal anfängt? Also sagen wir mal so, das hängt natürlich tatsächlich ein bisschen vom Business ab. Aber dieses Visitenkarten sammeln und auf Branchentreffen, also meine Erfahrung ist, ich setze halt ganz stark zum Beispiel LinkedIn ein. Also LinkedIn ist eigentlich mein, ich sag mal Akquise-Tool, obwohl ich keine Akquise mache. Ja, also ich rufe keine Leute an und sage, ne, braucht da jemand eine Beratung? Sondern ich mache so ein Marketing, also vom Auftritt her, dass Leute auf mich aufmerksam werden. Ja, also dass sie sagen, ach Mensch, aha, Karriere, da ist die Linda Bosse, da mit der will ich mal telefonieren oder mal Zoom. Ja, und das ist eben die Frage, wie du es aufbaust. Es ist ja gegen Akquise nicht zu sagen, wenn man das gut kann und wenn es einem liegt. Ich treffe allerdings meistens Menschen, die sagen, oh, Akquise oder gerade Kaltakquise, ganz gruselig. Ja, aber es gibt Menschen, die können das ganz gut. Ich glaube allerdings, wenn du von deinem Produkt überzeugt bist und sagst, das kann ich gut nach draußen tragen, dann wird es letztendlich darum gehen, einmal ein Sogmarketing machen, das würde ich auf jeden Fall, also auf dich aufmerksam machen, durch Social-Media-Kanäle beispielsweise. Und das andere wäre aber dann wirklich zu überlegen, wie kannst du Kunden adäquat ansprechen? Ich weiß nicht, wie das mit deiner Webseite ist, ne? Wie die optimiert ist. Weil SEO ist ja auch noch ein wichtiges Thema, wobei einfach nur irgendwelche Keywords da reinbringen, bringt es natürlich auch nicht. Weißt du, Sebastian, es geht um eine Strategie. Es geht um eine Marketingstrategie. Und wenn du zum Beispiel, ich hatte vorhin gesagt, wenn man weiß, wer die Kunden sind, ja, dann weiß man, wo die sind. Und wenn du zum Beispiel Kunden hast, die nicht viel in den Social-Media-Kanälen sind, das gibt es ja noch. Es gibt Leute, die sind nicht auf LinkedIn. Es gibt Leute, die sind kaum auf Facebook oder auf Instagram. Da muss man die wahrscheinlich über die Webseite kriegen. Da muss man sagen, okay, wie muss ich die Webseite gestalten? Wie muss ich das machen? Wie bringe ich da Content rein? Wie mache ich das Keyword optimiert und so weiter, damit die mich da finden? Und über das Beziehungsmanagement, du sagst, ne, du kennst viele Freelancer und bist mit denen auch gut vernetzt, dann die Freelancer, die du kennst, die kennen aber auch wieder Leute. Also was ich zum Beispiel sagte, das Beziehungsmanagement fängt eigentlich damit an, dass man seine eigenen Kontakte mal durchguckt und die systematisiert und überlegt, wen kenne ich? Wo arbeitet der oder die? Was machen die? Wen kennen die? Wer könnte mich dabei unterstützen? Und das wirklich systematisch mal aufbereitet und dann anfängt, die ganz banal abzuarbeiten. Und sag immer, ich baue gerade neu auf, wie sieht's aus? Kennst du Leute, die da Interesse haben könnten? Mit wem kann ich reden und so weiter? Und wichtiges Ding ist LinkedIn, ne? Für so ein Business. Also wirklich, es kommt auf den Kanal an. Also es kommt auf die Kunden an und dann auf die Kanäle, die du bedienen willst. Aber wie gesagt, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ja, bei mir ist es so, Suchmarketing klappt über die Webseite ganz gut. Ich habe viel fürs ZDF gemacht und für TV-Sender. Die kommen immer noch über die Webseite mit Projektvorschlägen. Ich möchte mir ganz gerne neue Kundenschichten erschließen, weil einfach die Sender schwierige Kunden sind. Aber das ist richtig. Wenn man sich überlegt, wen man kennt und wen man aus diesem Bereich kennt und da mal anfängt, dann kann man möglicherweise einfach wie bei so einer Kettenreaktion irgendwo mal beginnen. Du machst, habe ich das richtig verstanden, Filmproduktion? Ich überlege mir, ob ich nicht eine Filmproduktion starte. Ja, ich habe bisher immer TV-Dokus gemacht.
TV-Dokus. Ich meine, da wäre natürlich auch die Frage, wenn du überlegst, was für Kunden, du könntest auch überlegen, ob du dich auf eine spezielle Branche fokussierst, ja, auf bestimmte Firmengrößen oder Branchen, also ganz bestimmte Zielgruppen, weil dann hast du viel schneller raus, weil du kannst überlegen, mache ich jetzt Filme für eine Nische oder mache ich, und das hätte dann wieder Einfluss darauf, was für Marketing, was für eine Akquise du machst. Weil es wäre ja schon gut, dich in irgendeiner Form da ein Stück zu spezialisieren, damit du nicht, weil wenn man so Marketing für jeden macht, da alle wissen, das ist Gießkanne, oder, ne? Verschenkte Mittel, verschenkte Ressourcen. Ne? Mhm. Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Ich habe ein Buch gelesen, oder sehr gelogen, Blinkist gehört, über das Buch Zero to One. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Autor heißt, aber der spricht auch davon, dass er sagt, es ist viel einfacher, gerade am Anfang, nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Markt und dann davon möchte ich irgendwie 0,5% haben, das sind dann 2 Millionen Menschen und die sind sozusagen meine Zielgruppe und da gehe ich jetzt vorwärts, weil dann hast du so viele verschiedene Zielgruppen, wo du unter Umständen irgendwie theoretisch 10 verschiedene Botschaften reinsenden müsstest, ist es viel einfacher zu sagen, okay, ich nehme die kleine Zielgruppe, positioniere mich da sehr klar, gehe auch das Risiko im Prinzip ein, zu sagen, ich bin nur für euch da und ich lehne alle anderen ab, die dann vielleicht auch, ne, irgendwie Interesse zeigen und dann lieber so anfangen und dann eher in so wellenartig sozusagen, wenn man merkt, okay, es wird irgendwie größer und zu sagen, okay, dann nehme ich noch die Zielgruppe dazu und die Zielgruppe und dann wird es wieder größer und dann merkt man, okay, jetzt wird es wieder zu groß, dann wieder klein. Also, wie du auch gesagt hast, Linda, ne, sehr, also sich wirklich sehr, sehr klar zu positionieren und da ganz genau zu wissen, ja, nein, ja, nein, ja. Und nicht diesen Fehler oder nicht in diese Falle zu treten, aufgrund von Zielen, die man sich steckt und irgendwie sagt, hier, was weiß ich, 30.000 neue Kunden pro Jahr oder so, zu sagen, okay, ich spreche einfach alle an, weil ich will ja auch 4 Kunden haben, sondern wirklich zu sagen, okay, dediziert auf diese eine Gruppe drauf und da aber ganz klar und mit hoher Qualität und das, was die halt auch wollen. Ja, weißt du, es geht um Resonanz. Und du willst bei ganz bestimmten Resonanz, Menschen Resonanz erzeugen. Du kannst nicht Resonanz bei beliebig vielen erzeugen, sondern du musst genau wissen, wen willst du ansprechen, passt der Kunde zu dir? Ihr müsst ja auch Kunde und du, ihr müsst ja auch zusammenpassen. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, ja, dass man sich überlegt, wen will ich erreichen? Wie ist denn dieser Mensch? Ja, nicht nur, wo finde ich den, sondern, ne, wenn du wirklich einen Avatar bilden, ne, du kannst auch mehrere Avatare bilden, aber dass man da eine klare Vorstellung hat und dass man dann, wenn man marketingmäßig nach draußen geht mit den Botschaften, mit dem Image, mit den Farben, mit allem, was ist, dass man genau bei den Menschen Resonanz erzeugt und das kriegt man nicht bei beliebig vielen hin. Dann würde man auf einer ganz generischen Situation, ein großer Konzern kann sich das leisten, der viele Produkte hat, der kann rein mit Emotionen Werbung machen. Der macht auch, jetzt machen wir mal Emotionen, wir singen alle zusammen, machen Flashmob. Das kann man sich aber als Unternehmer mit einem übersichtlicheren Geschäft gar nicht erlauben. Man würde sich nur verzetteln. Ja. Und es ist einfach nicht zu leisten. Es wäre ein Riesenspagat. Ne? Aber es ist auch nicht so ganz einfach zu sagen, was ist denn jetzt die Branche? Was ist denn die Schiene? Was ist denn der Bereich? Das kann eine Branche sein, es können auch bestimmte Leute sein. Alle Leute Mitte 30, die was weiß ich. Na gut, jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Ja. Aber ja, fokussieren ist wichtig. Hm. Ich habe auch noch eine Frage dazu. Du hattest, glaube ich, so schön gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, dass das ganze Leben angeguckt werden darf und alles, was man quasi vorher gemacht hat, weil bei mir ist, ich bin seit Mai letzten Jahres als virtuelle Assistentin gestartet, eigentlich so komplettes breite Programm und habe mich dann immer mehr in diese technischen Bereiche weitergebildet und seit Oktober dann Vollzeit im hauptsächlich wirklich technischen Support, ganz speziell auf Mitgliederbereiche aufbauen. Jetzt ist mein LinkedIn-Profil und meine Karriere davor mehr im Kunden. Also ich habe in der Tourismusbranche gearbeitet, das hat null damit zu tun. Das ist aber schon immer mein Hobby gewesen. Wenn ich da mein LinkedIn-Profil angucke, frage ich mich immer, ob das jetzt störend ist, dass noch vor einem Jahr alles mit komplett einer anderen Branche aufgelistet ist. Aber es ist meine authentische Geschichte und ich bringe auch genau dieses Wissen, das Verständnis, diese Nähe vom Kunden immer mit rein. Und dieser Mitgliederbereich ist auch für mich, was ich meinen Kunden immer sage, ich bin jetzt Gastgeber oder ich helfe dir, Gastgeber zu sein auf deiner Plattform. Aber ich frage mich, ob das ja so karrieretechnisch oder LinkedIn für den ersten Eindruck
besser ist, das weg wieder zu nehmen und nicht zu zeigen, was ich vorher getan habe. Also sagen wir mal so, wenn jetzt eine Frau ohne Vergangenheit eine Dienstleistung bietet, ja, dann wäre ich irritiert. Nein, es geht doch um den Transfer des Wissens, der guten Erfahrung, die du gemacht hast in deine jetzige Arbeit. Das ist doch total interessant. Okay. Ich sollte nur nicht prominent dastehen. Ja? Also jetzt solltest du mit deiner Dienstleistung ganz klar und fokussiert wahrgenommen werden. Aber deine Vergangenheit hat doch zu dem geführt, was du heute so gut machen kannst. Und das ist doch spannend und wichtig. Ja, und wie gesagt, solange einem die Kunden auch die Bude einrennen, da kann so ein Profil eigentlich fast aus, also jetzt mal losgelöst von überhaupt, ne? Dann, ich kenne Leute, die haben noch nicht mal eine Website, weil die so viele Kunden haben, ja, die brauchen gar nichts machen. Da ist immer Betrieb, ja, und wunderbar, das gibt's. Aber sobald man sagt, ich brauche Kunden oder ich möchte bestimmte Kunden haben, es geht ja nicht nur, manchmal sagt man ja, ich habe vielleicht genug Kunden, aber ich möchte andere, möchte vielleicht welche, die mir zahlen, ja, hochpreisigere Kunden. All das muss man organisieren. Aber ansonsten, solange dein Profil gut aussieht und es dir entspricht, wenn du sagst, wenn du drauf guckst, sagst, ja, das bin ich, ist doch alles gut. Mhm. Aber ich würde alles nutzen, was LinkedIn hat, um wirklich so viel wie möglich da reinzubringen. Weil LinkedIn ist wirklich ein unglaublich gutes Marketing-Tool. Nicht für alles und jeden, aber für ganz vieles. Danke. Sebastian. Wo wir über LinkedIn sprechen und Plattformen, ich kenne mich da leider nicht so aus, was jetzt die Sachen hinter den Kulissen da so angeht. Schafft man sowas organisch oder soll man da auf die Bezahlangebote bei LinkedIn und so weiter zurückgreifen, um eine größere oder eine noch genauer getargete Reichweite zu schaffen? Gibt es da Erfahrungswerte? Ja, also LinkedIn funktioniert eigentlich noch ganz gut ohne irgendwelche, was man machen muss. Und das ist für mich natürlich, sind wir wieder beim Beziehungsmanagement grundsätzlich. Wenn man natürlich auf solchen Portalen unterwegs ist, dann heißt das natürlich, dass man auch wiederum, ich habe ja mal gesagt, es geht um Vorleistung, es geht vor allen Dingen um Geben. Das heißt also, dass man bei anderen Menschen was tut. Das heißt, sich nicht nur mit denen vernetzen, sondern bei denen kommentieren, liken und so weiter. Also Qualität bieten und sich wirklich kümmern. Ja? Weil sonst wird man keinen Traffic drauf kriegen und dann wird bei einem selber auch nichts passieren. Ich hatte eine Klientin, die hatte irgendwie über 1000 auf Instagram, was ja schon mal gar nicht so schlecht ist, und wunderte sich, dass Stillruht der See nichts passierte. Ich sage, was machen Sie denn für andere? Ja. Ne? Wenn man erstmal 50.000 hat, braucht man für andere nicht mehr so viel zu machen, dann ist es ein Selbstläufer. Aber da muss man erstmal hinkommen, ja. Und ich mache zum Beispiel wenig Instagram, weil das einfach nicht, meine Kunden sind überwiegend nicht da oder kaum unterwegs, ja, darum ist das für mich nur so nice to have, aber nicht so wirklich wichtig. Aber man muss schon Zeit investieren, darum macht es ja auch keinen Sinn, alle Portale zu bedienen, ja, sondern immer zu gucken, wo sind die Kunden denn meistens unterwegs, aber da dann wirklich reingehen und jeden Tag was machen, für die anderen auch. Ja, und eben manchmal auch nicht nur liken, sondern wirklich Qualitätskommentare abgeben. Ne, schreibe manchmal auch nur Yes, wenn ich was richtig gut finde. Wenn ich nicht einen richtigen Impuls habe, was zu schreiben, also einen echten Impuls, dann schreibe ich auch nur sehr kurz. Aber wenn ich den Impuls verspüre, dann gibt es auch einen kleinen Roman. Und das wird gutiert. Und dann passiert auch was auf dem Portal. Das ist ein Geben und Nehmen. Linda, würdest du auch empfehlen, gerade auf diesen Portalen auch eher mit seinem persönlichen Profil zu interagieren, nicht ein Unternehmensprofil zu verwenden, oder? Also auf LinkedIn habe ich ein Unternehmensprofil, das habe ich aber nur aus eigenem Grund. Ich habe mein privates, ist nicht mein privates, aber ich habe sozusagen ein eigenes als Karriereberaterin. Ich habe tatsächlich ein Unternehmensprofil, das habe ich nur aus einem einzigen Grund drauf. Weil ich anders in mein persönliches Profil mein Logo nicht reinkriege. Das ist der einzige Grund. Okay. Weil diese Unternehmensprofile, da ist kein Traffic drauf, da passiert nichts. Wie du sagst, am Ende wollen die Leute ein authentisches Auftreten und da steht immer eine Person hinter und halt kein Unternehmen. Und deswegen hier, genau. Darum ist es ja so, dass zum Beispiel viele Firmen auch, zum Beispiel SAP oder Siemens oder andere, da sind ja ganz viele Menschen, die dort arbeiten, sehr präsent, selbst als Person, durchaus aber im Unternehmen arbeitend, das auch deutlich machen, aber durchaus mit ihren eigenen Profilen. Und nicht jedes Unternehmen mag das, aber es gibt Unternehmen, die machen das, und das ist ein ganz tolles Marketing fürs Unternehmen auch. Ja, dass man sieht, aha, die arbeiten da, aber die machen jetzt hier und da und
machen hier Artikel und so weiter. Und das wird gutiert. Ne? Und, aber wenn man jetzt seine eigene Firma ist, auch, ne? Dann natürlich auf LinkedIn, aber das Unternehmensprofil nützt da nichts. Bei Facebook ist es ein bisschen anders. Da macht es, da muss man sich einfach ein Firmenprofil anlegen. Weil im Grunde ist es nicht gestattet, auf den eigenen persönlichen Profilen dort Werbung zu machen oder sowas. Ja? Das ist, und man kann auch bestimmte Funktionen nicht nutzen. Also auf Facebook braucht man schon ein Unternehmensprofil auch. Ja, genau, aber da blicke ich durch, offen gestanden, durch die Algorithmen nicht mehr durch. Ich mache auch nicht viel Facebook. Das, finde ich, hat mittlerweile einen hohen Bedienungswiderstand. Aber es ist noch ein wichtiges Tool für je nachdem, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung man hat. Ne? Hat halt immer noch eine irre Reichweite. Ja. Wie bekommt man das denn hin, dass man noch mehr Interaktionen von anderen bekommt auf LinkedIn? Also ich finde das Tool auch grundsätzlich super. Ich würde mir trotzdem bei manchen Beiträgen manchmal noch mehr Interaktion wünschen. Also ich sag mal, manchmal habe ich das Gefühl, dass viele gar nicht auf LinkedIn so viel unterwegs sind, wie ich das vielleicht bin aus meinem Netzwerk. Hat da jemand vielleicht auch ähnliche Wahrnehmungen oder, weil ich sag mal so, die Interaktionsraten sind auf LinkedIn nie so hoch, jetzt, ich sag jetzt mal als Beispiel, wie bei Instagram oder irgendwie dergleichen. Und das ist ja schon irgendwie mal ganz cool, wenn man es hinbekommt, dass am besten auch die Beiträge so geteilt werden von anderen. Also das hängt natürlich, ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage, weil die LinkedIn, oder ich sage es mal so, auf Instagram sind sehr viele jüngere Leute, sind auch ältere natürlich, aber von den jungen Leuten sind so gut wie alle da. Also ja, junge Leute, also Leute unter 25 sind eigentlich alle bei Instagram. Kann man sagen. Ein paar wenige sind noch auf Facebook eigentlich schon fast gar nicht mehr. Facebook ist mehr so ne, ab 30 aufwärts, aber die sind mittlerweile auch auf Instagram, aber jetzt nicht ganz so viel die Jungen, aber auch. Ja, und LinkedIn ist ja ein reines professionelles Tool und ich erlebe, dass LinkedIn häufig entweder kaum benutzt wird, man ist zwar da, aber man nutzt es nicht, oder aber man ist in einem Unternehmen, ist da aber halt in dem Unternehmen und hat, sieht aber keine eigene Veranlassung, da irgendwas zu machen, weil man keine eigenen Botschaften hat und so weiter, weil es einfach nicht so interessant ist. Und dann gibt es die Menschen, die sehr viel da tun. Das sind aber häufig nicht die ganz Jungen, sondern das sind häufig Menschen, die schon im Unternehmen schon länger dabei sind. Das ist nur so ein Gefühl von mir oder so ein Eindruck. Ich kann mich da täuschen. Aber meistens sind es Menschen, die auch sowieso schon in Netzwerken sind. Zum Beispiel ein Mentor-Me-Netzwerk, das ist ein Netzwerk da, das ist ein Frauennetzwerk. So ein Karrierenetzwerk, wo ich auch Mentorin bin. Und da merke ich dadurch, über diese Netzwerke sind auch viele jüngere Frauen drin und die sind da total fleißig. Aber die kennen sich dann auch wieder alle oder die meisten unter denen. Aber sonst, ich kann dir das nicht sagen. Ich glaube, was viel hilft, ist taggen. Andere taggen, aber das weißt du auch. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Kontakte hast du denn auf LinkedIn? Hast du da einen Überblick im Moment, wie viel du da jetzt? Ich habe, glaube ich, über 1000 mittlerweile. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge. Aber vielleicht viele aus dem Fußballbereich aufgrund des Startups. Und da glaube ich zum Beispiel, dass viele da einfach gar nicht so regelmäßig reinschauen. Ja. Das ist so. Deswegen, also taggen ist, vielleicht ist es auch so, dass ich sage, okay, ich tagge die Leute nicht, weil ich sie nicht nerven will. Aber vielleicht ist es genau das, zu sagen, hey, das sind auch eure Themen. Was sagt ihr denn dazu? So nach dem Motto, ne? Vielleicht kann das helfen, ja. Wenn du nicht auftauchst, weißt du, viele gucken, wenn ich ganz viel zu tun habe, gucke ich zum Beispiel nur in die Mitteilung. Und dann gucke ich gar nicht in den Verlauf. Ja. Dadurch geht mir dann so manches. Und wer mich aber taggt, was ich zum Beispiel vollkommen in Ordnung finde, dann gucke ich mir das an. Und wenn ich was dazu sagen will, dann sage ich was. Und wenn nicht, lasse ich es sein. Aber es geht einmal um eine gewisse Häufigkeit, die man herstellen muss. Und es geht, das wissen wir alle, es geht um bestimmte Uhrzeiten. Es geht aber auch um die Themen. Wen interessieren die Themen? Ne? Nur wenn zum Beispiel zu den Themen, ich bin zum Beispiel sehr viel im Thema Diversity unterwegs. Und da ist tobt momentan der Bär auf LinkedIn. Dem Thema, wenn du irgendwas machst, und auch vielleicht noch ein bisschen ne, nachhaltig dazu schreibst, ist die Chance einfach viel größer. Das hängt also auch ein bisschen von den Themen ab. Was ist gerade ne, New Work? Working Out Loud ist ein Thema, was momentan ganz viel da gepostet und kommentiert wird. Und dann passiert da auch mehr. Und da gibt es auch so eine Community, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Also ich gucke mal, dass ich vielleicht jetzt in meinem Fall einfach mal ein paar mehr Leute tagge. Es ist ja eigentlich auch für die wiederum gut, weil die werden dann vielleicht auch in einem spannenden Beitrag irgendwie auch, werden die wieder von anderen gesehen. Ne? Also vielleicht ist es eher was Positives, auch die Leute zu taggen und kein Nerven halt. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Aber wenn ich zum Beispiel einen Artikel sehe, wenn ich irgendwas sehe, was mit einem bestimmten Thema zu tun hat, ne? Zum Beispiel emotionale Kompetenz oder sowas, und eine Freundin von mir ist da total aktiv, baut da gerade eine Business School zu auf, und dann tagge ich die natürlich und sage, hey, was sagst du dazu und findest das nicht interessant oder sowas. Das ist doch super, ja, weil die sagt, oh, das ist aber interessant, einmal sieht sie einen interessanten Post, ja, weil ich würde das nicht mal was machen, was banal ist, was nicht wirklich interessant ist. Sie sieht, aha, derjenige beschäftigt sich mit dem Thema, ich schreibe da was zu, der weiß, ich mache auch was zu dem Thema, und alle haben gewonnen. Ne? Das ist wirklich, und das funktioniert exzellent, kann ich. Ja, genau. Ja. Ja. Wir haben hier noch eine Frage von Paul. Ja. Im Chat. Stichwort Uhrzeit, hast du eine Empfehlung, zu welcher Uhrzeit zu posten? Ich denke mal, vielleicht um da noch die Frage an Paul zu richten, geht es jetzt um LinkedIn, geht es um eine andere Plattform? Das kannst du vielleicht noch kurz einmal sagen. LinkedIn, ja, also Uhrzeit, LinkedIn. Was wäre deine Empfehlung, Linda? Das gilt eigentlich für alle Portale. Ne? Man kann eigentlich sagen, morgens ist ganz gut, mittags ist ganz gut und abends ist ganz gut, weil das sind die Leute, da trinken sie Kaffee, da sitzen sie gut. Heute sitzt man nicht so viel im Zug und in der Bahn, aber das sind die besten Zeiten. Also wenn ich was Spezielles, wenn es mir was wirklich wichtig ist, dann mache ich es entweder gleich morgens oder eben mittags oder abends so ab 18 Uhr, weil dann haben die Leute wieder Zeit, dann gucken die wieder, aber die Zwischenzeit ist nicht so gut. Das geht dann unter, das ist dann in der Timeline schon ziemlich weg. Und die Wochenenden sind natürlich auch nicht schlecht. Sonntagvormittag, wenn es regnet allerdings. Ne? Wenn es Wetter schön ist, würde ich es lassen. Dann würde ich auf den Abend warten. Dann den Wetterbericht von Deutschland checken. Ist wirklich so. Ja? Oder zum Beispiel, ich habe zusammen mit einer Freundin von mir, haben wir zum Weltfrauentag was gepostet und dachte, ja, Weltfrauentag, super, wir haben einen Artikel zusammen geschrieben. Ne? Ich poste den an dem Weltfrauentag an dem Montag. Ist nicht viel passiert. War auch klar, warum? Weil alle Welt gepostet hat an dem Tag zum Weltfrauentag. Und das war halt ein weiterer Artikel. Ne? Da habe ich auch gedacht, okay, ist eigentlich war eine schöne Idee. Aber das muss man sich dann überlegen. Ne? Wenn das gerade dann so ist, dann geht er vielleicht auch unter. Hm? Genau. Und bei Fußball-Weltmeisterschaften würde ich auch nicht posten, glaube ich. Ja. Cool. Weitere Fragen noch aus der Runde hier an Linda. Ja. Ich habe letztes Jahr keine Weihnachtskarten geschrieben, weil alle zu Hause im Homeoffice saßen und keiner im Unternehmen war. Was ist denn sowas mit Beziehungsmanagement? Ist das zu altmodisch oder wenn jetzt alles digital ist, macht das nicht auch Sinn, da hin und wieder mal nochmal so einen persönlichen Akzent zu setzen? Also was gibt es denn da für Erfahrungen dazu? Sebastian, von mir gibt es für meine Kunden handgeschriebene Weihnachtskarten. Wobei, ich habe keine Weihnachtskarten gemacht im vergangenen Jahr. Ich habe Neujahrskarten gemacht, also Karten zum neuen Jahr, weil ich dachte, Weihnachten macht jeder. Und dann habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr alles rausgeschickt und dann haben die von mir dann entsprechende Post gekriegt. Auch keine ganz klassische, sondern ich habe was ganz anderes mir ausgesucht. Mhm. Richtig von Hand. Das war echt aufwendig, ja, hat auch etwas gedauert. Da ist ja auch einiges an Umfang, aber es lohnt sich. Richtig mit Briefmarke, mit allem, was dazugehört. Aber es muss schon immer ein bisschen anders sein. Also da würde ich nie so ein Mainstream machen, sondern da sollte schon irgendwie ein bisschen originell sein. Was man übrigens auch machen kann, man kann sich ja einen sehr schicken Adressaufkleber mit Logo, mit allem auch noch machen lassen. Man kann auch Weihnachtskarten drucken lassen oder Neujahrskarten. Das ist gar nicht so aufwendig. Ja. Und dann aber zumindest Hand unterschrieben, ja, und den Namen und so. Aber das würde ich machen. Die Leute finden das toll, wenn die nochmal was zum Anfassen kriegen und nicht nur hier virtuelle Post. Ja. Wir haben noch eine Frage von Paul hier im Chat bekommen. Warum LinkedIn und nicht Xing? Ja, das ist so ein bisschen so eine Sache. Ich war vorher nur auf Xing, bis ich auf LinkedIn anfing. Also, ich persönlich gebe offen zu, ich bin auf LinkedIn, ich verweigere es momentan so ein bisschen, weil ich finde persönlich, es ist etwas schwerer zu bedienen. Etwas hat einen höheren Bedienungswiderstand, finde ich. Und ich finde es anstrengend, sage ich ganz offen, auf beiden Tools unterwegs zu sein. Ich habe internationale Kontakte, ja, und wie wir alle mittlerweile. Und die sind alle auf LinkedIn, die sind nicht auf Xing. Ich finde, Xing sind tolle Artikel oft, ja, und ganz tolle Veranstaltungen. Ich gehe regelmäßig drauf, es ist nicht so, dass ich da gar nichts mache. Ich könnte natürlich auch auf beiden posten, aber ich persönlich finde LinkedIn für mich einfach ein bisschen geschmeidiger. Aber es ist halt ein deutschsprachiges Tool, das ist das Thema. Ich finde beispielsweise auch das mit dem Unternehmen sehr ungelenk bei Xing. Also das haben die echt nicht gut gemacht, meines Erachtens. Das ist eine persönliche Meinung, dass ich auch nicht einfach mal so irgendwas ändern kann. Ich muss dann ein komplett neues Unternehmensprofil ändern,
anlegen, wenn ich dann vielleicht Namen geändert habe oder ein Logo, ja, ein Logo würde wahrscheinlich noch gehen, aber Namen geändert habe. Und das einfach nur so als Ergänzung. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich mir bei Xing einfach irgendwie als neueste Stelle LinkedIn eintragen soll und dann sage, bitte auf LinkedIn folgen. Also als Sales-Kanal von Xing die Leute auf mein LinkedIn-Profil führen, weil ich da auch sonst nicht so viel. Ich bin gespannt, das wäre ein gutes Experiment. Es würde mich interessieren, ob sie die sperren. Aber es ist also eigentlich eine ganz interessante Idee hier. Ne? Ich finde es schade, wie gesagt, weil eigentlich sind, ich habe auch da natürlich einiges an Kontakten und ich finde sowas an Artikeln und an Beiträgen kommt, finde ich schon hochspannend. Aber ich bin da auch ambivalent, sage ich ganz offen. Ich gehe da nicht raus, aber ja. Alles klar. So, ich glaube, das waren. Paul bedankt sich auch in der Gruppe, genau. Gerne. Gut, ich glaube, das waren erstmal soweit alle Fragen. Ich gucke so ein bisschen in die Gesichter hier. Ja, dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, Linda, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag. Ich fand's mega gut, auch von den Begrifflichkeiten auch nochmal, also wirklich sehr, auch sehr gut, auch mal ein bisschen anders. Es war nicht so eine klassische PowerPoint-Präsentation, sondern mal so ein bisschen anders und man hatte direkt einen Überblick, man hat aber nicht immer direkt die kompletten Inhalte gesehen, sondern erst, wenn du draufgeklickt hast. Also ich fand es cool und auch gut zu folgen und ja, von daher ein großes Kompliment, ein großes Dankeschön vom Digital Hub von uns an dich an der Stelle und genau, vielleicht auch nochmal der Aufruf dann alle, vernetzt euch gerne, nutzt LinkedIn, Xing, um euch zu vernetzen, um auch im Nachhinein vielleicht noch Anknüpfungspunkte zu finden. Ja, vielen Dank. Linda, du hast das letzte Wort für heute. Es hat mir großen Spaß gemacht. Rockt eure Karrieren. Das machen wir, das versuchen wir. In dem Sinne, allen einen schönen Abend. Alles klar. Bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.